Ich ziehe mir jetzt ganz entspannt rein, wie die neue Abrechnung von Mimi aussieht für den Bastard Apo Red. 52 Minuten köstliche Röstung. Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmache vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Kicken wir mal, was da so los ist. Wenn ich dieses Gesicht sehe, es guckt mir tief in meine Augen. Yo Leute, wie ich in meiner Entschuldigungsreihe zeigen konnte, ist nicht nur ApoRed. Oh Gott. Absolut shady, sondern auch seine Kooperationspartner bei Gewinnspielen oder auch zuletzt seine neuen Freunde in Dubai. Wie der Ausweis. Absolut shady, sondern auch seine Kooperationspartner der Ausweis, bei Gewinnspielen hier. Oder auch zuletzt seine... Weißt du, habt ihr den der Reifausweis, der noch korrigiert wurde mit dem... Eine neue Freundin in Dubai. Wie im letzten Video versprochen, möchte ich den Fokus heute auf einen weiteren Geschäftspartner setzen, und zwar Lukas. Seht das Video also nicht als reines ApoRed-Video, sondern eher als leckere Sidequest, bevor wir mit ApoRed weitermachen können. Oh mein Gott. Mein Name ist Kira Yoshikage. Renrei 33. Okay Leute, vielleicht habt ihr die Videos gesehen von Klingern, Kaiser, Küser oder Torben Platzer. Torben Palzer. Wenn nicht, dann zieht euch die Videos rein, die haben schon viel zu der Kooperation aufgedeckt, und ich werde jetzt noch einiges ergänzen. Kurz gefasst, ApoRed hat mit Lukas zusammengearbeitet. Das lief dann so ab, dass ApoRed gefragt hat, womit Lukas sein Geld verdient. Lukas meinte, er macht Trading. Aber erklär mal den Leuten, was ist dein Job? Nennt sich Currency Trader, Aktientrader. ApoRed hat dann gefragt, ob man das lernen kann. Lukas meinte, ich habe da so eine Telegram-Gruppe. Ist das brutal schwer? Kann man das lernen? Das ist unmöglich, easy peasy. Moment, die Frage kriegen wir oft so. Ich habe damals... Ganz authentisches Gespräch, Kamera ist auf dich gerichtet. Digga, was machst du eigentlich beruflich? Ja, ich kann dir das beibringen, Digga. Jetzt ungefähr 6 Monate oder so? Ja. Eine deutsche Community aufgebaut, extra auf dem deutschen Markt. Free Community, umsonst muss man nichts mehr bezahlen. Ja, free, alles for free. Okay. Das heißt, im Endeffekt mache ich das mehr als Hobby als alles andere. Ah, mehr so als Hobby also. Wie läuft das dann eigentlich so ab in der Gruppe? Schreib ich da rein, ey, ich kaufe zu dem Preis das und das. Ja. Und die Leute können sich das angucken und sagen, weißt du was? Wenn er das kauft, kaufe ich das auch. Wenn du dann kopieren würdest, was ich jeden Tag mache, kriegst du wahrscheinlich dasselbe Resultat wie ich. Geiler Bro. Und ab dann waren die beiden Feuer und Flamme und wollten das Ganze den Zuschauern näher bringen. Leute, ihr mitbekommen, ich mache seit ein paar Tagen Trading, ich habe 30 Millionen Account reingehauen. Bisher sehr profitabel, der ganze Hase. Freunde, geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Das ganze Hase ist free. Und dann kann man direkt schon auf morgen auch easy money machen. Leute, mach easy cash damit. Immer wenn jemand sagt, dass er easy cash mit irgendwas macht, macht er wahrscheinlich gerade easy cash mit der Tatsache, dass du easy cash damit machen willst. No? Don't forget it. Definitiv. Ich hab du heute mitbekommen, Freunde. Ich habe einfach 900 gemacht. Du hast jetzt am ersten Tag 900 Euro verdient. Ja. Die ganzen Member haben auch dicke Profits schon wieder gemacht. Und ich würde sagen, gucken wir mal, ob wir das 5.000-Euro-Ziel am Ende der Woche erreichen. Ja. Ich habe euch gesagt, Digga, die Gruppe lohnt sich wirklich. Also kein Spaß. Das ist echt krass. Könnt ihr aber auch in die Gruppe reinsteppen? Einfach von Lukas seine Trades kopieren. Easy money, Digga. Naja, Ecke, wenn ich 10 Mille jetzt Gewinn mache in ein paar Wochen, machst du dann auch so einen Account auf lustig? 100%. Digga, ich hab einfach 900 Euro gemacht auf nebenbei im Bettchen, Digga. Hey, dieses... Digga, das Trade funktioniert einfach wirklich, Alter. Das ist so funny. ApoRed hat Lukas bzw. die Telegram-Gruppe eben ständig in Instagram-Stories verlinkt, ohne Werbekennzeichen. War das ein Butler, Digga? Warum trinkt er seine Getränke, während er in seinem Bett sitzt? Was ist er? Hä? Obwohl Lukas selber im Nachhinein von Zusammenarbeit und Werbung gesprochen hat. Plus, ApoRed hat im späteren Statement-Video auch von Werbung geredet. Der Luki Boy, den kenne ich schon ein bisschen länger. Der meinte, hast du nicht mal Bock, den Hase zu supporten? Da ich so, why not? Gib mir 100.000 Euro, ich mach Werbung, kein Problem. Das gleiche dachte ich mir auch, nur halt mit einem coolen Partner. Und zwar ja! Let's go! Display! Kennt ihr das? Kahle, charakterlose Wände, aber keine Lust, Löcher reinzubohren. Ja! Um Bilder zu montieren, die am Ende vielleicht noch schief hängen. Excuse me, wir haben 2024 und es gibt Display. Na los, zeigt euch, ihr Schmuckstücke. Nice! Oh mein Gott, ein Nebelnick-Meme. Bruder, wie geht's dem Bre eigentlich? Holy shit, Alter, wann habe ich denn das letzte Mal ein... Oh mein Gott, wann habe ich denn das letzte Mal ein Meme gesehen von ihm? Damn, Bro. Displays sind stabile Metallposter, welche du kinderleicht aufhängen kannst. Du brauchst nur das mitgelieferte Protective Leaf an die Wand anbringen, dann den mitgelieferten Magneten aufkleben und schon kann das Display aufgehangen werden. Holy shit, das ist sogar eine große Version. Also das schafft wirklich jeder. Selbst ich habe das geschafft und ich... Ja. Ich möchte ganz kurz sagen, kurzer Disclaimer. Und schon kann das Display... Das ist ein L-Display. Dieses L-Display in der Größe wird aufgehängt, indem man die Magnete übereinander
platziert und nicht nebeneinander. Das bedeutet, in dem Segment, in dem er sagt, dass man da nichts falsch machen kann, macht er was falsch. Das ist so, nicht so. Ich sage, es ist ein Ragebait. Der will, dass wir das sagen. Oh mein Gott, werden wir hier gerade reingelegt? Und schon kann das Display aufgehangen werden. Also das schafft wirklich jeder. Selbst ich habe das geschafft und ich habe zwei linke Hände. Die Displays sind beliebig wechselbar, mega dekorativ. Und wenn ihr einen kleinen Magneten zu Hause rumliegen habt, könnt ihr die Displays sogar als Schlüsselhalterzweck entfremden. Holy shit. Das ist actually huge. Das ist ja eine richtig geile Idee. What the fuck? Danke, SpongeBob. Oh mein Gott. Apropos, auf Display gibt es massig lizenzierte Artworks von SpongeBob, Star Wars, Avatar, One Piece und vielen, vielen mehr. Es gibt über 2 Millionen Motive zur Auswahl, cool. Für jeden was dabei und die bestverkauftesten Designs gibt es sogar in einer Spezialvariante mit Textur, gekennzeichnet als Textra. Alter, Digga, er hat das Wissen, er hat das Display-Wissen in sich aufgenommen. Die Displays sind alle in Europa produziert und in 4-5 Tagen Versandzeit schon... Kommt alles aus Polen, Kurwa, meine Freunde. Kommt alles aus Polen. ...bei dir zu Hause. Übrigens, Display feiert Black Friday. Das heißt, es gibt bis zu 44% Rabatt auch auf die Textra Designs. Einfach den Link in der Infobox klicken oder code... Nee, das ist saudummste. Der Schlüssel zerkratzt doch alles. Hä? Holst dir ein neues Display, Digga? Was ist mit dir? Mimi nutzen. Mach eine Folie drunter, I don't know. Ich sag vielen Dank an Display für die nice Kooperation. Aber wie lief die Kooperation? Cool. Sehr cooles Placement. ...bei ApoRed und Lukas ab. Das System war so, dass alle Zuschauer mit Hilfe von ApoReds Reichweite in einer Gruppe gesammelt wurden. Dort wurden die Leute dann mit Erfolgsstories, die von Lukas gepostet wurden, richtig geil gemacht. Die Erfolgsstories wiederum kamen aus einer zweiten Gruppe, auf die man sich mit einem VIP an Lukas bewerben konnte. Lukas hat dann mit diesen Leuten einen Account eröffnet, mit dem sie auf der Seite T4Trade handeln sollten. Wie man bei Klängern und Torben Platzer schon sehen konnte, hieß das, dass man sich unbedingt über einen Link von Lukas registrieren und mindestens 300 Euro, am besten aber über 1000 Euro einzahlen sollte. Danach sollte man die Trades nach Lukas Vorgaben ausführen. Was Lukas aber nicht dazu gesagt hat, ist, dass diese Trades eben genau die Vorgaben von T4Trade erfüllen, damit Lukas die 300 Euro oder auch mehr als Provision ausgezahlt bekommt. Was hat aber Lukas gesagt, warum er das Ganze macht? Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, okay, was ist der Haken, was verkaufst du mir? Ich sag dir ganz blunt und ehrlich hier, keine Abos, keine Kurse, ich verkaufe dir nichts. Warum? Weil ich will die größte deutsche Community umsonst bauen, die die Welt je gesehen hat im Bereich Trading. Ich hatte damals einen riesen Signal-Service, wo ich Leuten für 50 Euro im Monat meine Trader hier verkauft habe. Ja? Aber mittlerweile sind 5,5 Jahre vergangen, seitdem ich... Alter, dass die Frequenz von Blendern und reichen Leuten, die in Dubai unterwegs sein müssen, muss so unermesslich hoch sein. Da sitzen irgendwelche Leute, die so von Airbnb zu Hotelzimmer pendeln und versuchen mit dem nächsten großen Scam zumindest den Eindruck zu erwecken, währenddessen, dass sie Geld haben, es aber nicht haben. Ich im Markt aktiv bin, ich lebe in Dubai, ich mache mein Ding, ganz ehrlich, life is good. Ich brauche deine 50 Euro im Monat nicht. Ja? Was ich aber trotzdem machen will, ist die riesigste Community auf dem deutschsprachigen Raum bauen. Ich habe Bock darauf, das Ding richtig zu scalen, for free. Die größte deutsche Community aus Live-Tradern, komplett umsonst für euch. Ihr müsst mir nicht zahlen. Leute, wir bauen die größte deutsche Trading-Community, die die Welt je gesehen hat. Und die shit mache ich for free. Bruder, das finden 26 Leute geil, let's go. Ja, das hat noch niemand gemacht, das wird auch nie jemand tun. Boom. Ich sag euch einfach, boom. Ich baue den ganzen Shit so krass, ihr werdet alles in der VIP-Gruppe haben, was ihr krank braucht zum Traden. Warum? Weil ich brauche mehr Leute an meiner Seite, die auch Money machen. Meine Ziele sind viel größer, Freunde. Viele von euch werden das noch gar nicht verstehen, weil ihr nur im Geld im Kopf habt, was auch verständlich ist. Wenn man kein Geld hat, ist Geld das Einzige im Kopf. Aber meine Ziele sind viel, viel größer, Leute. Genau. Mehr Geld. Weil wir wissen, dass wenn Leute genug Geld haben, dass sie dann einfach anfangen, Krankenhäuser zu bauen oder Pflegeheime oder so. Nicht, dass sie dann noch mehr Geld machen wollen. Meine Ziele für die nächsten 10, 15, 20 Jahre sind viel größer als einfach nur Money. Aber ich brauche mehr Leute an meiner Seite, die auch Money machen. Und deswegen mache ich den ganzen for free. Ja? Ich sage das nicht oft, aber das ist der Grund. Ich will den for free machen, um dieses Ding zu bauen und zu bauen und zu bauen, damit wir irgendwann ein paar tausend Leute da sitzen. Irgendwann! Haben, die alle Riches sind und alle was verändern können. Ja. Weil diese es werden alle reich. Welt braucht Veränderungen, Leute. Ach so, er will gar kein Geld machen, sondern die größte deutschsprachige Community bauen. Alle sollen reich werden. Das ist echt schon seltsam, weil er gleichzeitig die Gruppe schließen will, weil es einfach zu viele sind. Leute, ich sag ganz ehrlich, ja, wir können jetzt nur noch 10 Leute kostenlos mit reinpacken. Danach muss ich die Gruppe schließen. Ja. Leute, wer zuerst kommt, mal zuerst. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Er hilft euch, er erklärt das alles, aber nur 10 Leute jetzt. Leute, ich habe jetzt erstmal die Gruppe zugemacht. Nachher machen wir vielleicht die Gruppe nochmal auf, aber im Moment ist es einfach zu wild mit den Messages. Zu viele Leute wollen mit rein. 300 Member. Bei 300 mache ich... Krank, da waren drei Reaktionen auf das. Das ist so crazy. Zu, Leute, dann kostet der Scheiß, ja? Ja. Fast 300 Member. Krass, ist krass. Also ist einfach...
Das ist, da sind, ey, du kannst gar nicht schnell genug, wenn ihr glaubt, dass mein Chat, in meinem Chat ist ja nichts los, ne, nichts. Aber wenn ihr wüsstet, wie viel da in der WhatsApp-Gruppe geschrieben wird, ist gestört. VIP-Gruppe, sobald die Memberzahl voll ist, 300 mach ich den zu, danach zahlt ihr mir 500 im Monat. Krank. Ganz easy. Oder ab dem 1. August wird es kostenpflichtig. Krank. Ist wirklich krank. Spoiler, er hat da 10 Feuer-Emojis, ist krank. Immer noch kostenlos Leute reingelassen und übrigens auch, als es über 300 waren. Er wollte einfach nur Druck aufbauen, dass sich besonders schnell viele Leute anmelden. Auch der ganze Scheiß, dass er nur noch 5 oder 10 Leute rein... Nur noch 3 Leute kommen rein. Okay, kommt alle rein, kommt alle rein. Nee, nur noch 5 Leute... Okay, nee, kommt alle rein. Nur noch 2 Leute sind hier, kommen jetzt hier rein. Okay, ihr seid zu 10. Okay, könnt alle rein. Lassen kann, Digga, schlechtester Türsteher der Welt. Viele Anfragen gibt, war kompletter Bluff. Am Ende hat er nämlich einfach oben die Telegram-Beiträge editiert und angepinnt mit direktem T4Trade-Anmeldelink. Komplett ohne die sinnlose VIP-Bewerbung an Lukas. Und auch sein Gelaber ist etwas komisch, dass er damals einen Service hatte, wo er Signals verkauft hat und jetzt ist viel Zeit vergangen. Ich hatte damals einen riesen Signal-Service, wo ich Leuten für 50 Euro im Monat meine Trader hier verkauft habe. Ja? Aber mittlerweile sind 5,5 Jahre vergangen, seitdem ich im Markt aktiv bin. So als hätte er es nicht mehr nötig. Dabei sagt er zur gleichen Zeit im englischsprachigen Raum, dass er aktuell Trading-Signals verkauft. Let's talk about trading signals. Full transparency, obviously I'm personally selling trade ideas on a monthly basis right now. You can sign up, you can copy my trades. Und er braucht auch deine 50 Euro nicht. Ich lebe in Dubai, ich mache mein Ding, ganz ehrlich, life is good. Ich brauche deine 50 Euro im Monat nicht. Richtig, er braucht nämlich mindestens deine 300 Euro. Was will er mit dem Fufi? Und lustigerweise hat er in der Telegram... Ist das also wirklich, ne? Man muss hier immer aufpassen, dass wir hier nicht die Täter-Opfer-Umkehr machen, weil man tendenziell dazu sagt, also wer auf solche Trottel reinfällt, ne, der will auf solche Trottel reinfallen. Allerdings... werden die halt reingelegt, ne? Telegram-Gruppe auch gemeint, dass die Einzahlung von 300 Euro auf das T4Trade-Handelskonto geht und nicht an Lukas. Leute kommen rein mit 300 Euro, mit 400 Euro, 500 Euro für ihr eigenes Handelskonto. Ganz wichtig, ihr zahlt das nicht mehr, ja? Das ist für deren eigenes Handelskonto. Ja, das mag sein, aber ohne die 300 Euro vom Zuschauer kriegt Lukas auch nicht die 300 Euro von T4Trade und es gäbe auch überhaupt nicht diese VIP-Gruppe. ApoRed's YouTube-Kollege Ahmad meinte, dass Red ihm gesagt habe, dass das mit der Provision klar kommuniziert wurde. ApoRed meinte zu mir, dass dieser Lukas... Digga. Der Knecht, der existiert ja auch noch. Offen und ehrlich sagt, dass er Geld dafür kriegt, wenn er die Leute in diese Gruppe reinholt. Dieser Lukas geht damit auch voll transparent um. Wenn die Leute sich bei dieser Firma anmelden und Geld halt einzahlen, was sie einzahlen müssen, diese 300 Euro, dann bekommt Lukas halt Geld, halt ein Affiliate. Das meinte ApoRed auch. Und später hat ApoRed das auch noch in seinem Statement erwähnt. Er postet seine Trades, die er gemacht hat. Das heißt, alle seine Trades, wo er reingeht und alle, wo er rausgeht in einer Gruppe auf Telegram. Jetzt ist aber die Frage, warum macht er das? Irgendwo muss er seinen Profit machen. Macht er nicht einfach, weil er ein süßer Hase ist. Er macht seinen Profit in dem Sinne, man setzt einen Account auf und über die Seite, whatever. Die verdient halt mit ihm zusammen mit an jedem Trade. Das heißt, an jedem Gewinn und jeden Verlust. Und da war schon der erste Moment. Oh mein Gott, da verdient man den Verlust mit. Ey, du kleiner Vollidiot, das ist obligatorisch, das ist normal. Du Kuf. Obligatorisch. Das kommuniziert er sogar ganz genau. Das ist obligatorisch. Du verdienst Geld auf Arbeit, ich mach Geld obligatorisch. Der sagt das einfach, der weiß nicht, ob diese, der weiß nicht, was die Worte bedeuten. Der sagt die einfach. Aber das wurde eben nicht kommuniziert, beziehungsweise erst nach Klengarts und Kaisers Video kam ein scheinheiliges Statement auf Telegram. Ich möchte kurz ein Statement abgeben in Bezug darauf, was die VIP-Gruppe wirklich ist, wie das ganze Spiel funktioniert, ob das wirklich legit ist, ob das verarscht ist oder sonstiges, wie das alles abläuft, was die Masche dahinter ist und sonst was. Ja? Ich möchte euch Klartext verschaffen, das kann ich nur, wenn ich euch transparent genau zeige, wie die VIP-Gruppe funktioniert und wie auch das ganze Businessmodell im Hintergrund funktioniert. So, ich habe mich aber dazu entschieden, anstatt das einfach als Kurs anzubieten, ja, oder als Signalgruppe anzubieten, das als Affiliate-Modell rauszubringen. Wie gesagt, da ich einen Affiliate-Link den Leuten zuschicke, verdiene ich Provision vom Broker selber, ja, weil ich natürlich neue Klienten zum Broker bringe. Somit siehst du, das läuft wie so ein Dreieck ab. Das ist ganz normales Affiliate-Marketing, das gibt es auf Amazon, das gibt es überall, wo du einfach Leute zu einer Firma referst und die zahlen dir dafür eine Kommission. Wie gesagt... Ja, ganz normal, so wie Glücksspiel-Streamer auch an den Verlusten der akquirierten Zuschauer Geld verdient, verdient er halt auch an den Verlusten von Leuten, die keine Ahnung von Trading haben, auf seiner Lieblings-Trading-Plattform. Ist ganz normal. Digga, ist ganz... Digga! Come on, Bro. Hä? Ganz normal. Wenn ich dir das so transparent darstelle, wie jetzt gerade, dann siehst du wahrscheinlich jetzt sehr schnell, dass das kein Bullshit ist oder Scam ist oder sonstiges, sondern einfach nur ein Businessmodell von Affiliate-Marketing. Auch ziemlich ungünstig zu sagen, ist wie ein Dreieck und damit irgendwie die Pyramide vermeiden zu wollen. Also zuerst betont er, dass er kein Geld will, er macht das nur für die Community und er hat höhere Ziele. Und dann ist es plötzlich doch ein Businessmodell und das Ganze ist ja ganz normal. Ich meine, klar, mir muss... Sass. Auch nicht jeder Dienstleister sagen, dass er mit seiner Arbeit und Zeit Geld verdienen möchte. Aber die machen auch nicht vorher so ein Fass auf, was für selbstlose Wohltäter sie sind und betonen, dass sie das Geld gar nicht wollen. Das ist einfach ein Telegram-Channel, wo ich meine Trade-Ideen teile, dass die Member dann dieselben Trades wie ich nehmen können, ja? Wir sind nicht immer ein Gewinn, das behauptet auch keiner. Doch, du Arsch!
Zumindest hast du das so suggeriert. Ich nehme die nächsten 5 Leute, die mir jetzt schreiben, VIP, noch mit rein. Dann gehe ich pennen und dann werde ich schon Money machen. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann meldet euch jetzt sofort. Verpasst die Chance nicht. Und ihr werdet immer noch warten und warten und warten, während alle anderen Money machen. Leute, jetzt ist die Zeit. Jetzt sofort. Seit über 5,5 Jahren bin ich profitabel. Und wenn ich Profit mache, machst du auch Profit. Ich trade profitabel, das heißt, ihr werdet profitabel traden. Die Leute machen Money mit mir. Und irgendwann habe ich verstanden, wie dieses Game funktioniert, wie man mit Trading wirklich Money machen kann. Ich sag das jetzt ganz offen und ehrlich, Leute. Kommt in die VIP-Gruppe und lasst uns Money machen. Leute, ihr seht, schon wieder Money gemacht. Ihr seht, die Member machen auch Money. Egal mit wie viel Money ihr startet, ob es 300 sind, 3000, egal was ihr macht. Wenn ihr Bock drauf habt, live zu traden und wirklich Money zu machen, schreibt mir jetzt VIP. Und ihr seht die Resultate, die Leute machen Money. Und ihr könnt den Shit mitmachen. Es werden nur Erfolgserlebnisse gepostet, nie die Verluste, was ich aus Verkaufssicht übrigens komplett verstehen kann. Aber dann sagt er zusätzlich noch so einen manipulativen wie, überleg mal, wie viel Geld du verloren hast, weil du letzte Woche nicht in der VIP-Gruppe warst. Oh Gott, Alter. Also jetzt verliert man schon Geld, wenn man nicht bei Lukas mitmacht. Oder je mehr du investierst, desto mehr wirst du natürlich verdienen. Also ist es nicht so, dass du dadurch nur die hochgradig manipulativ, ja, Möglichkeit kriegst, mehr zu verdienen oder eventuell mehr zu verlieren, sondern du wirst mehr verdienen. Aber ich versuche mich dieser Aussagen auch zu bemühen. Ich sage regelmäßig, Chat, ihr seid jetzt, für die Leute, die jetzt seit einer Woche nicht abonniert haben, stellt euch mal vor, wie viel Minus-Aura ihr angesammelt habt, weil ihr nicht Abonnent in diesem Kanal seid. Na, wie schlecht euer Karma ist. Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Twitch Prime is not a crime. Genau. Richtige Entscheidung. Richtig, richtige Entscheidung. Eine andere Möglichkeit gibt's ja quasi gar nicht. Oder zusätzlich kommen solche Umfragen hier aus der VIP-Gruppe. Wie viel Profit habt ihr diese Woche gemacht? Circa 100 Euro? Zwischen 100 und 1000 Euro? Über 1000 Euro? Oder ich habe keine Trades genommen? Also die Auswahlmöglichkeiten waren dreimal ja. Danke, danke. Für die Leute, die gerade hier. Karma-Verbesserungsmaßnahme. Euro oder ich habe keine Trades genommen. Also die Auswahlmöglichkeiten waren dreimal, ja. Ich habe Gewinn gemacht und einmal, ich habe nicht mitgemacht. Leute, ja. Moin. Ja. Die Verlust gemacht haben, hatten gar keine Auswahlmöglichkeit, so als ob es die gar nicht gäbe. Generell muss man sich mal fragen, wie seriös das Ganze überhaupt sein kann. Man kann in der Bubble selber keine Kritik lesen, weil es hauptsächlich über Instagram-Stories beworben wurde, wo es ja keine Kommentare oder Dislikes gibt. Man kann selber nichts in die Telegram-Gruppen schreiben, sondern nur mit Emojis auf Lukas reagieren und die möglichen Emojis sind allesamt positiv. Dazu dazu kommt noch, wie er Nachrichten öffnet, die allesamt positiv sind. Da gucken wir kurz mal rein. Ja, Freunde, schickt hier eure Wins. Checkt mal ab. Leute, niemand kann euch das live genauso sagen. Tobias, absoluter Wahnsinn. 150 Scheine verdient. Boom. Alright, next one. 270 Euro gemacht. Thomas reingekommen. Wie viel hat er gemacht? 360 Scheine. Das Ding ist, er macht einen Long-Tap mit dem Daumen. Dadurch kann man eine Vorschau bei den Nachrichten sehen, ohne dass die Notification weggeht. Heißt, rein theoretisch könnte... Es ist alles schon da, ja. Der hier auch einfach vorher aussortiert haben, dann Flight Mode rein, dass keine neuen Nachrichten kommen. Oh mein Gott, Bro. Und tada, alle ungeöffneten Nachrichten, die er willkürlich öffnet, sind positiv. Digga, das ist so eine manipulative Scheiße, Alter. Übelst selten auf Social Media, vor allem im Trading. Da sind so viele Drecks-Scammer und so Shit unterwegs, ja. Komplett verständlich. Leute, wenn ihr keinen Trust habt, ja, wenn ihr glaubt, es ist ein Scam oder glaubt es nicht und so weiter, guckt einfach die ganze Zeit zu. Guckt in diesem Channel zu, guckt auf IG zu, was ich poste, analysiert, was ich poste und seht, dass der wirklich echt ist. Ich will Lukas hier gar nicht seine Trading-Expertise absprechen, weil... Das kann ich gar nicht beurteilen, aber die ganze Aufmachung ist so shady, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, für dumm verkauft zu werden. Wenn man nur minimal zu T4Trade recherchiert, sieht man, dass die Seite als verdächtig eingeordnet wird. Vor T4Trade wird auch gewarnt und bei Trustpilot gab es zum damaligen Zeitpunkt auch negative Reviews, die jetzt aber mittlerweile alle entfernt wurden. In Klengans, KuchenTVs oder in Turms Video sieht man noch Reviews, wo unter anderem kritisiert wird, dass Leute sich das Geld nicht auszahlen lassen konnten. UpRed hat den Kram scheinbar nicht einmal vorher geprüft. Oder nein, warte, UpRed hat das Ganze geprüft. Sein Seriositätscheck sah allerdings so hier aus. Digga, ich schau mir das Ganze mal an. Natürlich hat man gecheckt, Legit Hase, er hat seine Gruppen, er hat Chats mit diversen Leuten privat, er macht das Ding schon seit 5 Jahren, ganz erfolgreich. Geil, jemand ist vertrauenswürdig, wenn er dir sagt, dass er das schon 5 Jahre macht und eine Telegram-Gruppe hat. Bei Level Up und jemand ist noch vertrauenswürdiger, wenn er sagt, dass jemand, also das ist ja, also wenn du eine Vertrauenswürdigkeitseinschätzung von dem sexuell übergriffigen Hasen dir zukommen lässt, dann ist das halt,
Also dann ist, also dann musst du deinen Wertekompass wirklich ganz, ganz dringend neu kalibrieren, Alter. Germany war sein Seriositätscheck, dass es eine GmbH war und er mit denen essen war. Und bei Nano Gaming haben die sogar im gleichen Haus gewohnt. Wenn ApoRed selber nicht merkt, dass seine Prüfkriterien absolut nichts bedeuten, ist er entweder komplett hohl oder er macht das Ganze vorsätzlich. Und da zigfache Kritik immer wieder ignoriert wird und er immer weiter shady Moves macht, kann man schon von letzterem ausgehen. Und das müsst ihr euch mal überlegen, er verarscht nicht mich oder andere Kritiker oder Hater oder die etlichen ehemaligen Fans, die sich von ihm abgewendet haben. Sondern seine bestehenden Fans noch, ja. Wir fallen ja nicht auf seine rein? Ja. Nee, er verarscht die letzten Fans, die noch zu ihm halten und ihn verteidigen. An dieser Stelle, ich liebe meine Fans, grüße jetzt raus, ich weiß, meine Fans sind immer hinter mir, ich liebe euch, von Tag. Oh Gott, das ist wirklich der absolute. Einzig, gerade auch ernst loyal, die viel mehr lang am Start sind, ich sehe euch auch immer in den Kommentaren, wie immer. Wir haben so ein Problem mit dieser parasozialen, also da muss, wir brauchen unbedingt größere Medienkompetenz, diese parasoziale Verbindung von irgendeinem großgewachsenen Influencer, der dir sagt, dass er, wie geil er dich findet und er hat dich noch nie gesehen und dann kommt so eine Internetfreundschaft zustande, die wirklich eine Einbahnstraße ist. Alter, wir brauchen so viel mehr Investitionen in Medienkompetenz. Es ist fast nicht mehr aufzuholen, aber es muss jetzt langsam mal anfangen. Wir wissen einfach, dass es scheiße da war. Ihr habt vollstes Vertrauen. Wisst ihr warum? Weil ihr mich kennt. Und diese kleinen Goofies, die kennen mich doch gar nicht. Die behaupten, ja, S-Klasse Range Rover hier und da gewünscht. Die haben doch gar keine Ahnung, wer bin ich. Ja, und dann guckst du dir das an und denkst, ja gut, das ist eine einzige Ausnahme. Dann siehst du aber hier, Annie the Roach ist wieder da und die Leute wirklich, die flippen aus und machen erstmal den Subtrain voll. Das ist ein Problem. Das ist ein szeneweites Problem. Da muss man sagen, das kann man schon so nennen. Ich würde es ein szeneweites Problem nennen. Ihr wisst, Loyalität ist mir nicht nur so bei YouTuber wichtig, das ist natürlich auch unter meinen eigenen Leuten wichtig. Ne? Ich schwör's euch, ich liebe euch, dass ihr trotzdem immer, obwohl irgendwelche Vollidioten zu mich gelabert haben, diese Leute gegen mich geschossen haben, diese Leute auf mich gehetzt haben indirekt, immer darauf reagiert haben, das Ganze supportet haben, diese negative Energie, diese Missgunst, das Ganze gepusht haben. Ich liebe euch dafür, dass ihr trotzdem immer hinter mir standet und gesagt habt, nein, Digga, hört auf, über was zu sagen, halt aber deine Schnauze. Und das ist doch das gleiche Groupie-Phänomen der 90er Jahre. Wirklich neu ist das doch gar nicht. Ja, aber in den 90er Jahren gab es, also du meinst Groupies von Musikern, also von Leuten, die irgendwie so eine Kunst, die irgendwie Musik gemacht haben oder von irgendwelchen Schauspielern. Das hat sich sehr konzentriert. Sicherlich gibt es da sehr verachtenswerte Scheiße, aber in diesem Ausmaß, ne, sind wir in einer Zeit, wo jeder einfach nur durch sympathisches Auftreten und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ein Massenphänomen an Fans auslösen kann und damit die gleichen Möglichkeiten hat. So, es gibt so viele Influencer, die in Millionenreichweite unterwegs sind, von denen wir alle noch nie gehört haben, aber die alle so ihren eigenen kleinen Kult betreuen. Und ich will mich da gar nicht mal rausnehmen. Ich muss mich damit reinnehmen, weil es wichtig ist, das zu sagen, um dann zu intervenieren und den Leuten immer wieder klarzumachen, Bruder, ihr seid nur irgendwelche Textnachrichten hier hinter irgendwelchen Chatfenstern. Das ist, that's it. Das ist für mich wirklich, das ist das Wichtigste. Das ist, ich schwöre, ich habe wirklich Gänsehaut gerade. Ich hab wirklich gerade Gänsehaut. Das ist mir aber wichtig. Über die Schulter hinaus. Wieso bist du jetzt mal dieses Stramme, dieses Loyale so? Ja, dieses absolute Loyalität, genau. Ich schwöre, es gibt so eklige Menschen auf dieser Welt, ne? So dreckige Menschen. Ich bin kein wirtschaftlich gesteuerter Schwanz wie die ganzen anderen Leute da drauf. Ihr seid also so ein Sohn, ist unglaublich, was er hier sagt. Danke nochmal an alle, die am Start waren, wie gesagt. Auf dieses, ich liebe euch wirklich Basis, nicht dieses, wie bei anderen Leuten, ich liebe euch, weil ihr Geld reinbringt, Basis. Wie bei 90% gefühlt bei den anderen. Und sein Dank ist, diese Leute dann für bisschen Geld zu verarschen. Absolut ekelhaft. ApoRed hat aber nicht nur seine Zuschauer zu Tea for Trade gebracht, sondern angeblich auch selber mitgetradet. Das heißt, ich mache keinen Spaß, ich nehme jetzt 5.000 Euro. Ja. Würdest du mir das empfehlen, sei mal ehrlich so? Ganz ehrlich, wenn Bock drauf ist, warum nicht? Bisschen Money machen können wir machen. Ja, genau. Gerade sieht, kann immer fragen, was ist aus den 5.000 Euronen geworden? Jeder von euch kann fragen, er denkt, Spaß, macht wirklich, ne? Also, aber das waren angeblich nicht nur 5.000 Euro, sondern ApoRed war so überzeugt davon, dass er sogar angeblich 30.000 Euro reingesteckt hat. Jetzt kommen wir zu meinem offiziellen Account. Und da habe ich statt 5.000 30.000 reingepackt. 30.000. 30 Grands. Weil ich habe gesehen, Digga, die haben echt gut rasiert in der Gruppe. Ich dachte, komm, let's go. Packen wir ein bisschen mehr rein auf süß, damit ihr Bescheid wisst. Hier kein Demo-Konto oder so. Also hier ist ein echter Account. Hier unten rechts, wo noch Einstellung geht. Hier, real. Kein Demo-Konto. Das ist mein real Account. Mein Account, okay? Ich hoffe, jedem ist klar, dass das hier mit größter Wahrscheinlichkeit fake ist, auch wenn hier real steht. ApoRed konnte in Deutschland weder sein Internet noch seine Telefonrechnungen, Krankenversicherungen, Ordnungsgelder oder Strafen bezahlen. Nicht mal in Raten. In der Türkei konnte er nicht mal sein Airbnb bezahlen und stand nachts alleine am Straßenrand, um von deutschen Männern ausgeführt zu werden. Oh,
Da bin ich. Bruder, ApoRed? Halt, ApoRed ist Stricher. Ja, ApoRed ist Stricher. Der geht auf den Straßenstrich, bis ihn jemand erkennt. Der Influencer-Straßenstrich, Bruder. Bis ihn jemand kennt und dann nimmt er den mit und geht in den Club, bis er jemand anderen kennt. What the f***? In Dubai halt. Red geht auf den Influencer-Straßenstrich. Es ist wahr. Es ist wahr. Es ist wahr. Diese Realität muss man halt aber auch erstmal schaffen, Bro. Oh mein Gott, Bro. Es ist wirklich fucking weird. Könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch erinnern, wie absolut merkwürdig das war, als die Leute erzählt haben im letzten Mimi-Video, ey, Mimi, so, wir haben gerade ApoRed gesehen und der hat uns auf Straße angesprochen und hat uns in so einen Club ausgeführt, hat die Zeche geprellt, wollte den Eintritt nicht bezahlen und hat sich so irgendwie, hä? Was? Absolut wahnsinnig. Das musst du dir mal vorstellen. Der steht dann auf der Straße und wartet darauf, dass ihn jemand anspricht, um ihn dann durch seine Reichweite so ein bisschen zu beeinflussen. So mit von wegen, oh, könnt ihr mich da hinfahren? Ich habe gerade mein Handy verloren. Oder, oh Gottes Willen, oh mein Gott, Bro. Ne? Das nächste Sponsoring muss irgendwie so mit einer Bettlermafia sein. So ApoRed, der auf der Straße steht, dem man mal einen Fünfer geben kann, weil er seinen Autoschlüssel verloren hat. Und der muss das dann irgendeiner Mafia im Hintergrund abdrücken oder was. Alter Schwede. Alter, sich mit gefühlt 20 Leuten. Alter Schwede, wirklich. Eine Bude, hat nachweislich seine Wohnungs- und Autokäufe gefaked und jetzt hat er auf einmal 30.000, die er für Spekulationsgeschäfte aufs Spiel setzt? Ist das dein Ernst, Mann? Ja, ich feiere übrigens die Nebel-Memes hier gerade sehr. Ich habe das mit den angeblichen 30.000 noch versucht, aus einem anderen Winkel hops zu nehmen. Ist mir nicht so gut gelungen, wie ich es mir gewünscht habe, aber es ist trotzdem sehenswert. Ich habe mich bei T4Trade angemeldet, den Live-Support angeschrieben und gefragt, was das auf deren Webseite beworbene Tailored, also maßgeschneidertes Marketing-Material ist. Und ob das eventuell auch möglich ist, einen maßgeschneiderten Account fürs Marketing zu bekommen, um T4Trade besser promoten zu können. Dimitria hat mich nach meiner E-Mail-Adresse gefragt und meinte, dass ich mal ein paar Minuten warten solle. Hat dann gesagt, dass ich mich mit dieser Anfrage direkt an das Support-Team per E-Mail wende. Soll, dort kümmere sich das relevante Team darum. Ich habe eben eine E-Mail geschrieben, nochmal auf das Tailored Marketing Material hingewiesen und habe gefragt, ob ich einen pseudo-realen Account bekomme, nur zu Promotion-Zwecken. Ich möchte natürlich nur mit meinem eigenen Geld traden, aber es wäre halt deutlich leichter, schneller Kunden für T4Trade zu gewinnen. Und ich fragte, welche Voraussetzungen ich für solch einen Account erfüllen muss. Sie fragten mich nach meiner Trading-Account-Number und unter welchem Affiliate-Link ich laufen möchte. Ich habe denen meine Account-Nummer gegeben und gefragt, ob der Name Puma noch frei wäre. Danach kam nie wieder eine Antwort. Wahrscheinlich war der Name Puma schon vergeben. Also ich habe das gewünschte Endziel jetzt nicht erreicht, aber ich finde es schon sehr bezeichnend, dass es vom Live-Support als auch vom Support-Team nicht sofort abgeblockt wurde, obwohl ich im Endeffekt gefragt habe, ob es möglich ist, dass ich einen Fake-Kontostand bekomme, um Leute damit zu scammen. Aber zurück zu dem Statement von Lukas. Ich möchte euch jetzt beweisen, über die nächsten Wochen und Monate, was wirklich in mir steckt als Trader und euch auch den Menschen von mir persönlich näher bringen, damit ihr wirklich versteht, wer ich bin, dass ich niemals... Ja, ich glaube auch, die haben den... Also ich weiß nicht, ob die Braten riechen, der das Richtige ist. Besonders, wenn es irgendein x-beliebiger Support ist. Aber es ist schon... mache, ja, dass ich einfach nur eine smarte Marketing-Idee genommen habe, die dann im Endeffekt nicht so nice funktioniert hat. Ja, sehr smarte Idee, zusammen mit einem insolventen Lügner Finanztipps zu geben. Also darauf muss man wirklich erstmal kommen. Den Menschen in Lukas hat er uns, by the way, nicht so richtig näher gebracht. Aber halb so schlimm, da kann ich ihm ja jetzt hilfsbereit unter die Arme greifen. Dass wir mal alle den Menschen hinter Lukas kennenlernen, was er so in der Vergangenheit gemacht hat und auch wie das so mit dem Trading begonnen hat. Apropos, seit wann tradet der eigentlich? Machen das? Jetzt schon, boah, 6 Jahre. Das ist 1,5 Jahre gestruggelt ungefähr und dann irgendwann den Durchbruch und dann ab nach Dubai. Gleichzeitig sagt er bei Telegram, dass er seit 5,5 Jahren tradet. Aber mittlerweile sind 5,5 Jahre vergangen, seitdem ich im Markt aktiv bin. Leute, ich trade seit 5,5 Jahren. 5,5 Jahre. Nur einen Monat vor dem ApoRed-Video sagt er auf seinem englischsprachigen TikTok, dass er seit 4-5 Jahren tradet. You see, when I hear the question, how long will it take me to learn how to trade? Instantly my mind goes to this person will not make it. Because your approach to trading has to be an approach of playing an infinite game. I am in the game for 4-5 years now and I'm still learning every day. Und auf seinem deutschen Instagram sagt er 2 Wochen davor, dass er seit 3 Jahren vollen Fokus auf Trading. Ja gut, das ist halt, oh Gott. Obwohl er doch angeblich schon seit 6 Jahren nichts anderes macht. Machst du das? Einzige.
Jetzt schon, boah, 6 Jahre. Also ihr merkt schon, irgendwas ist da komisch. Oh Gott, ja, sehr sus, Digga. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Okay. Oh mein Gott, nein. Okay. Jetzt machen wir die Mimi-Timeline auf. Wir brauchen einen Pfeil. Wir brauchen... Oh Gott, no way. Jahre und Monate. Perfekt. So, er tradet also seit 6 bzw. 5... Oh Gott, was ist denn jetzt los, Digga? ...und halb Jahren, aber auch 4 bis 5 Jahre. Und dann gab's übrigens noch eine Instagram-Story vom Mai 2022, wo er sagt, dass er seit 3 Jahren tradet. Aber so richtig eigentlich erst seit 1,5 Jahren. So I personally started trading, I want to say almost 3 years ago now, but the... Okay, jetzt ist zu viel auf dem Bildschirm. Digga, ich bin... Warte. First year and a half, I personally don't consider to be proper because it was an on and off thing. Then about a year and a half ago, I got real serious, locked in and zoned in. And yeah, that's it. Was dann bis zum Datum der anderen Aussagen ebenfalls 4 Jahre wären. Interessant fand ich aber, dass er exakt auf den Tag genau 1 Jahr später von 3 Jahren Trading geredet hat. Die Differenz zwischen 1,5 und 3 Jahren ist aber gar nicht 1 Jahr. In Mathematik, da habe ich aufgepasst. Aber schaut mal da drauf, wir lassen einfach mal alle diese Möglichkeiten zu und schauen, ob vielleicht eine Variante davon gut altert. Okay, er sagt, dass es die ersten 1,5 Jahre lief und dann sei der Knoten irgendwie geplatzt. Das markiere ich hier mal in Magenta. Nicht wundern, ich hole jetzt etwas weiter aus, aber... Okay, das ist die Struggle-Zeit, okay? Aber entsprechend wird es am Ende klatschen. Um seine Vergangenheit zu durchleuchten, müssen wir uns erstmal kurz einen Überblick verschaffen, welche Instagram-Accounts er noch hat. Neben Lukas Traded hat er noch Lukas Trades. Der hieß aber nicht immer so. Wenn man auf ältere Beiträge schaut, sieht man, dass der Account vorher Life of Lukas hieß, davor Jet Set Lukas und davor Limitless Lifestyle Liver. Warum genau die... Limitless Lifestyle Liver. Diese Namen, dazu kommen wir noch. Als er von Life of Lukas auf Lukas Trades gewechselt ist, hat er wiederum Life of Lukas mit einem Extra-Account gesichert. Zu Life of Lukas hat er wiederum einen Backup-Account gemacht namens Lukas Trades Everything. Zusätzlich hat er noch einen Account für Reels gemacht namens Reels by Lukas. Dann hat er noch... Oder der hat mehr Accounts als ich. Ein Account namens Lukas Michaelides, dann noch Lukas Michaelides Official, dann gibt's noch WinsterFX, dann haben wir noch FX with Lukas... Vorher hieß der Lukas Creates und davor auch Jetset Lukas. Das waren aber nicht die einzigen vorherigen Namen. Pass auf, Leute, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Der hat den Namen 51 Mal gewechselt. Die anderen... What? 51 Mal? Namen weiß ich aber. Imagine, du heißt Lukas und willst einen Account mit deinem Namen machen, aber dieser Lukas hat einfach alle Lukas-Accounts geclaimed. Oh mein Gott. Du kannst einfach auf Social Media nicht Lukas heißen, weil Lukas einfach alle Variationen von Lukas schon geclaimed hat. Aber nicht. Es geht aber noch weiter. Wenn man auf sein altes LinkedIn-Profil schaut, gibt er vor, Social Media Experte zu sein. Als Referenz nennt er seine Accounts Travel Z-Vibe und Artist Z-Vibe. Die kommt theoretisch auch noch hinzu, auch wenn man diese Seiten derzeit nicht aufrufen kann. Wenn man Luxury Z-Vibe testet, sieht... Digga, was ist denn los? Man auch, dass dieser Account von Lukas Michaelides betrieben wird. Dann hat er noch den Account MoneyZVibe. Den kann man derzeit auch nicht aufrufen. Dazu komme ich aber gleich noch zu sprechen. Dann gibt es noch Lukas Trades mit Doppel-S. Das ist aber ein Fake-Account aus Nigeria. Nicht wundern, ich werde in dem Video trotzdem ab und zu Posts von dem einblenden, weil er das Original Lukas Trades-Profil Anfang 2022 komplett kopiert hat und da massig Beiträge zu finden sind, die Lukas auf seinem eigenen Profil später gelöscht hat. So, das dazu. Wahrscheinlich gibt es noch massig andere Accounts, die ich nicht gefunden habe. Aber wir können ja trotzdem mit dem arbeiten, was wir hier haben und mal gucken, was Lukas so in der Vergangenheit gemacht hat. Ich meinte ja, dass man Travel Z-Vibe, Artist Z-Vibe und auch Money Z-Vibe nicht mehr aufrufen kann. Es gibt aber noch Spuren. In Lukas LinkedIn-Profil ist zum Beispiel ein Bild angehängt, mit dem er seinen Erfolg mit Travel Z-Vibe zeigen wollte. Anhand der Posts können wir sehen, dass er da keine eigenen Bilder gepostet hat, sondern er hat einfach nur kopiert. Mit ziemlicher Sicherheit von dem Account Travel Z-List. Denn dort hat er damals ganze Zeit deren Bilder geliked und der Accountname ist ja quasi auch übernommen. Er hat die gleichen Mimi, Digga. Bilder gepostet, die vorher Travel Z-List gepostet hat. Wahrscheinlich hat er die auch bezahlt, dass er von denen verlinkt wird. Zumindest bieten die das heute noch an. So gibt's dort Bilder, wo Lukas auf halbnackten Menschen getaggt wurde, mit denen er überhaupt nichts zu tun hat. Wo jeweils in der Caption steht, dass man doch Jet Set Lukas folgen soll. Das Travel Z-List Lukas selber gehört schließlich aber aus, sonst hätte er sich darüber bei LinkedIn profiliert. Die Seite ist nämlich deutlich erfolgreicher gewesen als von Lukas. Jedenfalls habe ich dann weiter recherchiert und mir ist ein Kommentar bei Lukas Trades von Spectaskin aufgefallen, der die Caption von Lukas Bild feiert. Übrigens war das auch der erste Kommentar unter dem Bild. Warum ist mir der Kommentar aber aufgefallen? Nun ja, weil Lukas auf diesen geantwortet hat und da sieht man, dass Spectaskin vorher Artist ZYP, sein eigener Account. Das heißt, Lukas postet ein Bild mit einem Pseudophilosophentext, wechselt dann das Profil und kommentiert, wie geil seine eigene Caption ist. Oh mein Gott, Digga. Dann zurück zum Original-Account und bedankt sich bei sich selbst. Dankt sich dafür. Excuse me, what the f***? Die Artist Z... Oh no.
Webseite hat er dann verkauft, die haben sich umbenannt, die alten Bilder gelöscht und versucht, an die vorher generierten Follower Kosmetikprodukte zu verticken. Also das Businessmodell von Lukas war quasi, Seiten zu erstellen, dann mit geklautem Content Follower generieren und dann die Seiten verkaufen. Exakt so lief das bei MoneyZVibe auch ab. Die Seite kann man zwar nicht mehr aufrufen, aber wenn wir schauen, auf welchem Profil Lukas getaggt wurde, finden wir einen Account namens FeeCases. Die haben ihre alten Bilder nicht gelöscht, da wurden im gleichen Stil Bilder geklaut und gepostet, nur eben nicht mit dem Thema Travel oder Kunst, sondern eher Geld und Luxus. Dort sieht man, wie Lukas Trade sich damals auf jedem Bild getaggt hat, alle Beiträge selber geliked hat und mit seinen 20.000 Accounts kommentiert hat. Oh mein Gott, ist das peinlich, Alter. What the fuck? Die Frequenz. Auf dem gleichen Bild. Er hat sich quasi ganze Zeit selber eingelutscht, während er Content geklaut hat. In den Caption steht, dass man MoneyZVibe folgen soll, so hieß diese FeeCases-Seite eben damals. Die hat Lukas dann irgendwann an jemanden verkauft, der dann Handyhüllen an die Follower verticken wollte. Das ZVibe-Zeug hat er übrigens in der Zeit als JetSet Lukas gemacht, es gab aber noch eine Zeit davor. Lukas hat damals selber gesagt, dass er seit 17 Monaten Entrepreneur ist, was Anfang 2017 wäre. Also ungefähr der Beginn mit seinen Postings auf Instagram. Davor hat er die Schule abgebrochen wie Shoyoka und dann versucht rauszufinden, wie man online... Digga. Don't. Ein Postings auf Instagram. Davor hat er die Schule abgebrochen wie Shoyoka und dann versucht rauszufinden, wie man online Geld verdient. Dabei ist er auf Fraser gestoßen, der durch die Welt reist, online sein Geld verdient und sich Pro-Life-Liver nennt. Was in dem Fall die Abkürzung für Professional-Life-Liver war. Unser unkreative Lukas hat sich entsprechend Limitless-Lifestyle-Liver genannt und Fraser wurde sein Mentor. Hier schreibt Fraser, wie er Lukas beigebracht hat, seine ersten 1000 Dollar am Tag zu verdienen. Aber wodurch wurde da jetzt das Geld verdient? Nun ja, schauen wir mal, womit Fraser sein Geld verdient hat. Das war zu dem Zeitpunkt .onlinesalespro.com Multi-Level Marketing. Du schließt dein Abo für $37 pro Monat ab, kriegst dann einen persönlichen Link, mit dem du Leute überredest, das gleiche zu tun. Dadurch kriegst du für jeden Abo-Abschluss $20 Provision von den $37 monatlich. Und der kann das dann mit dem nächsten machen. Also klassische Schneeballscheiße. Und wie kam Fraser Pro-Life Liver auf das Ganze? Nun, oder was ist denn, was sind die Namen, Digga? Ja, er hat wiederum einen Mentor namens Vincent, mit dem er eine gemeinsame Online-Sales-Pro-Crew gestartet hat. Die Internet-Royalty mit dem goldenen Löwen. Scrollt man bei Vincent in die Kommentare, sieht man Lukas, der schreibt, ich bin der Nächste. Also hat Lukas das coole Crew-Shirt angezogen und auf Facebook unter anderem Multilevel-Marketing zum Geldverdienen empfohlen. Leute können sich per Privatnachricht bei ihm melden. Kleine Randnotiz an der Stelle, wenn wir über die Wayback-Machine ein bisschen bei Online-Sales-Pro rumschnüffeln, insbesondere bei seiner Crew, wurde da nicht nur schnelles und leichtes Geld versprochen, sondern es gab auch einen Counter, der anzeigt, dass gerade wieder ein neues Mitglied dazugekommen ist und dadurch Provision verdient wurde. Den Counter kann man komischerweise beliebig reloaden. Leute, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen in den Hacker-Modus gehen. Also oh Gott, nein. Der Hacker-Modus. Oh Gott! Habe ich den Quelltext geöffnet und da sieht man, dass der Counter beim Laden der Seite auf 10.777 sein soll. Alle 3000 Millisekunden, also alle 3 Sekunden, soll der Zähler um einen Schritt hochgehen. Und alle Namen, die live eingeblendet werden, kann man schon im Quelltext sehen. Es ist also alles bereits in die Seite eingecodet gewesen und war nur eine Fassade, um echte Leute in die Mitgliedschaft zu locken. Aber wie auch immer, halten wir erstmal fest. Am Anfang oh mein Gott, Digga. Hat der MLM gemacht und dann... Oh Gott, warte mal, Chat, ich muss wieder... Danach hat er sein ZVibe-Kram angefangen, als er sich zu JetSet Lukas umbenannt hat. Warum JetSet Lukas? Nun ja, nach dem Pro-Life-Liver-Typen ist er in einen neuen Freundeskreis reingesneakt. Da hießen die dann alle so JetSet Eric, JetSet Cam, JetSet Ricky, JetSet Winnie, Young JetSet, JetSet Lana, JetSet Pablo, JetSet Fly. Sind das so ein paar JetSet... kleiner Jet-Set-Lifestyle-Fetischist, hä? Huh? Hi, Jet-Set Konrad. Und weil der unkreative Lukas eh nur Copy-Paste kann, hat er sich eben auch so genannt und dann mehrere Videos von seinem krassen Jet-Set-Leben gepostet. Ich dachte so, ja, nice, das geht ja voll ab, nice Lambo fahren und so. Und dann ist mir was aufgefallen. Und jetzt pass auf, Leute, wie dreist das einfach ist. Der hat zwar geschrieben, dass Fraser einen geilen Job mit der Drohne gemacht hat, aber in Wahrheit hat er einfach Aufnahmen von 2016 genommen, die Fraser gepostet hat, wo Lukas gar nicht dabei war. Jetzt zieht euch das mal rein, rechts sind immer die Originalclips. Lukas hat sich einfach nur dazwischen geschnitten, wie er in einen Pool springt und mit einer Wasserpistole schießt. Der Jet... No fucking... Oh Gott, das ist nicht sein Ernst. Lukas hat sich einfach nur dazwischen geschnitten, wie er in einen Pool springt und mit einer Wasserpistole schießt. Der... Ist das peinlich, Alter.
Ey, wenn es noch sowas wie Scham gäbe, ne, dann würden die Leute halt einfach darin verschwinden, wie in so einer verschrumpelten Zitrone. Oh mein Gott. Jet Set Lifestyle ist am Start. Auf Facebook hat er den Clip auch hochgeladen, ohne Fraser überhaupt zu erwähnen, aber mit der Einblendung am Ende. Ich will, dass du diesen Lifestyle lebst. WTF, du lebst den doch selber nicht mal, du Clown. Aber es geht noch weiter. Er hat noch so ein Jet Set Video gepostet, wo er in die Caption schreibt, Kamera Rory Kramer und Jay Alvarez. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber unter Kamera Doppelpunkt verstehe ich, dass Rory Kramer und Jay Alvarez die Kameramänner von Lucas waren. Lucas versteht da aber scheinbar was anderes darum. Nee, die haben die originalen Fotos gemacht. Ah, ja, ja. Oder er will es absichtlich so aussehen lassen. Denn er hat Szenen aus deren Videos genommen und sich wieder einfach dazwischen geschnitten. So als ob er dieses fette Leben mit denen führt. Links eingeblendet das Video von Lukas und rechts jeweils die Originale. Ich kann leider aus Urheberrechtsgründen nicht die Musik mit einblenden, aber sogar die hat er übernommen von denen. Der hat Justin Bieber und Chainsmoker Konzerte eingeblendet, wo er selber nie war. Fallschirmsprünge eingeblendet, die er nie gemacht hat. Und bei den ganzen Stunts war er auch nie dabei. Man sieht höchstens ein paar langweilige Aufnahmen von Lukas in Thailand, Kroatien oder England. Und versteht mich nicht falsch, das ist ja nicht nichts. Aber es ist halt auch nicht der Jet-Set-Lifestyle, den er verkauft. Jetzt könnte man aber sagen, ja, ist ja lange her, macht er das denn heute noch? Und die Antwort ist ja. Er hat, oh Gott, Alter, dieses Video aktuell wieder gepostet. Nur diesmal komplett ohne Hinweis auf Rory Kramer und Jay Alvarez. Aber dafür mit der Caption, ich schwöre, ich liebe dieses Leben. Absolut alles daran, die Höhen und Tiefen und bla 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 bla. Was soll ich noch sagen? Ja, dass es nicht dein Leben ist vielleicht. Dann hat er noch ein Video gepostet, ein Jahresrückblick. Alter, du kannst einfach nicht. Also, das ist einfach. Oder das ist, also. Oh mein Gott, Alter. Diesmal hat er geschrieben, dass der Content von Sam Kohler. Ist das eine schlechte Idee, hier reinzufinden? Ne? Also, ich meine, also, warum? Warum? Das Wort Kontaktschuld nimmt bei dem strafrechtlich verurteilten ApoRed einfach ganz neue Größen an. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Und ich finde auch gut, dass das halt immer nur wieder zeigt, dass viel von dem, das ist jetzt nicht nur isoliert zu betrachten, sondern halt im Großen und Ganzen, viel von dem, nahezu alles von dem, was über Social Media verteilt wird und euch ein schlechtes Gefühl geben soll, weil euer Leben minderwertig in der Eigenwahrnehmung ist, das ist nicht die Wahrheit, Alter. Das ist nicht die Wahrheit. Das sind abartige Leute, die euch das Gefühl geben wollen, dass es bei ihnen viel, viel besser läuft. So viel ist falsch. So viel ist fake. Rory Kramer, Jay Alvarez und Jet Set Lucas ist ja eigentlich schon mal besser gekennzeichnet, aber in dem Kontext von dem Jahresrückblick trotzdem komplett irreführend. Er sagt, wie krass 2017 war, wie wir in dem Video sehen können. Aber das Einzige, was wir sehen, ist, dass Lucas bei den interessantesten Sachen wieder gar nicht dabei war. Weder bei den Unterwasseraufnahmen, noch in der Wüste oder in der Luft. Oder bei den Sightseeing-Aufnahmen. Und am dreistesten finde ich, wie hier die Crew rund um Rory Kramer auf dem Weg in den Flieger ist. Und Lukas schneidet sich da einfach dazwischen. Das gibt's doch gar nicht. Ist das sein Ernst? Er schneidet sich einfach mit dazwischen. Oh mein Gott. Das ist ja absolut crazy. Weißt du, woran mich das erinnert? An die alten MySpace-Fan-Collagen, wo du ein Bild von My Chemical Romance oder Fallout Boy gesehen hast, wo sich so ein kleiner Emo-Fan dazwischen editiert hat, weil er mit seiner Band auf Tour gehen will. Oh mein Gott! Das ist the same shit! Derselbe Vibe! Oh Gott, ist das peinlich! Oh, ist das peinlich! Einfach dazwischen, als ob er mit denen unterwegs wäre. Nochmal, es ist ja schön, dass er das ein oder andere Land wirklich bereist hat, aber das ist doch einfach nur Verarsche. Und abgesehen davon blendet er hier auch fremden Content aus 2015 ein in seinem 2017er Pseudo-Jahresrückblick. Und ein Großteil der Aufnahmen sind von Sam Colders Jahresrückblick 2016. Aber es geht noch weiter. In meinem letzten Video hat man ja gesehen, wie ApoRed mit Autos, Pool oder Wohnungen geflext hat, wo ich zeigen konnte, dass andere Dubai-Influencer und Pseudo-Entrepreneure zur gleichen Zeit mit genau demselben Auto, Pool oder Wohnung geflext haben. Weil die sich einfach alle denselben Wagen, Pool oder die Wohnung geteilt haben, um dann nacheinander ihre krassen Lifestyle-Videos und Fotos zu machen. Und wie könnte das anders sein? Genau das gleiche hat Lukas auch gemacht. Auf seinem Profil präsentiert Lukas diese fette weiße Gay-Klasse. Auf dem Profil von Akopita sitzt Akopita neben Lukas auf dem Wagen. Dann bin ich zufällig auf dem Profil von Melissa und sehe Melissa vor derselben Gay-Klasse. Die waren da aber nicht nur zu dritt. Auf Johns Profil sieht... Oh mein Gott, ist das peinlich, Alter.
Man wie John vor dem Auto neben seiner Freundin Melissa sitzt. Mit der Caption Hashtag LiveDate. Ja, richtig geiles Date zu viert. Live bei dir, du dreckiger Hund! Lustigerweise hat Lukas das Foto später nochmal gepostet mit dem Text. Sie sagten zu mir, es sei unmöglich. Also habe ich ihnen gezeigt, wie es geht. Ja, Glückwunsch, ihr habt für einen Tag zu viert ein Auto gemietet und du bist nicht mal gefahren. Oh mein Gott. Heftige Leistung. Hier sitzt Lukas auf einer schwarzen G-Klasse mit der Caption. Und ja, das bin ich auf einem 150.000 Dollar Auto. Ja, und auf einem anderen Insta-Profil sieht man in derselben Location wieder andere Heinis neben Lukas. Oh Gott, Alter. Hier neben Thaddy. Hier neben Jet Set Conrad und einem anderen Typen. Hier nochmal Thaddy mit Jet Set Conrad. Jet Set Conrad postet dann noch ein Video, wie die mit ihren Autos rumfahren. Und interessanterweise sitzt Lukas bei keinem einzigen Wagen am Steuer. Der taucht am Ende einfach nur im Video auf. Dann gibt's bei Lukas aber noch diese schwarze G-Klasse, wo er mal am Lenker sitzt. Ja, und auf Melissas Profil sitzt sie am Steuer und Lukas macht das Foto, wie man an der Spiegelung erkennt. Dann präsentiert sich Lukas auf seinem Profil noch mit diesem grünen Lambo. Selbstverständlich noch Lamborghini-Taggen. Also mir ist das natürlich alles klar, ne? Weil die haben kein Geld, das sind halt Blender. Ich glaube, das richtige Wort ist Blender. Aber ich sage euch, Leute, wenn ihr noch in Social Media, in irgendeinem, also Instagram ist das wahrscheinlich ganz schlimm, irgendwie unterwegs seid, dann müsst ihr das wissen. Das ist alles nur gestellt. Das ist alles nur so getan. Das ist eine Momentaufnahme, die euch einen Eindruck geben soll von etwas, das wahrscheinlich nicht existiert. Und das Problem ist, das muss jetzt nicht bei euch so sein. Ich glaube das nicht. Es gibt Leute da draußen, die das sehen, die das wahrnehmen und sich dann schlecht fühlen, weil ihr Leben nicht so ist, wie das, was vorgegeben wird in dem Video oder in dem Bild. Und da muss man ganz klar sagen, Alter, diesen Leuten, das sind die Opfer von sowas. Das sind die, die sich dann schlecht fühlen, die dann schlechte Gedanken haben, die traurig werden, die sich in Frage stellen, obwohl alles als Grundlage, was als Grundlage dazu dient, weil es überall besser läuft, alles nur gestellt ist. Digga, das ist sad, Bro. Das ist ziemlich sad. Falls jemand die Marke nicht erkennt, dann posiert irgendein Schon Gunnar auf seinem Profil vom gleichen Lambo. Auf dem Profil von Risky Ricky lässt er sich mit seiner Freundin ebenfalls mit dem Lambo fotografieren. Die Freundin posiert dann nochmal für ihr eigenes Profil. Lukas denkt sich, ja geil, ich will auch so ein Foto aus dieser Perspektive machen. Lukas ist natürlich keinen einzigen Zentimeter damit gefahren, aber postet wieder fleißig Motivationsbilder. Es ist nicht deine Schuld, arm geboren zu sein. Aber wenn du arm stirbst, ist es deine Schuld. Bruder. Boah, das ist, also wir erreichen hier wirklich jedes Mal ein neues Tief, ne? Das ist schon sehr tief. Das ist schon sehr, sehr erniedrigend. Menschen mit einem Rückgrat würden das hier nicht ertragen können. Aber so Quallenmenschen, weißt du, so Glibbermenschen, Menschen, die eine überaus flexible Moral entwickelt haben in ihrer gesamten Zeit des Betrugs und des Scheins, die wird das wahrscheinlich hier nicht so treffen. Und ich gehe davon aus, dass Lukas zur zweiten Kategorie von Mensch gehört. Ja, Mann, es ist deine Schuld. Wirbelloses Wesen. Wenn du dich nicht an fremde Autos lehnst. Hier sieht man Lukas mit einem schwarzen Lambo. Und an Ort und Stelle gibt's auf Akupitas Profil Akupita zu sehen. In einer Instagram-Story sieht man, wie Lukas bei der Beifahrerseite einsteigt, aber unbedingt nochmal ein Foto aus der Fahrerperspektive macht, damit man nochmal das Lambo-Logo am Lenker sehen kann. Ja, und dann filmt er weiter vom Beifahrersitz wie ein Feini. Auch da gibt's natürlich wieder Motivationsbilder. Keiner schuldet dir etwas. Das Leben ist, was man draus macht. Vom Beifahrersitz aus. Ausreden, fang einfach an. Puh. Digga, diese Fahrzeuge müssen einen immensen Wertverlust haben, wenn ständig irgendwelche Influencer auf deren Dach, Motorhaube, Kotflügel oder wo auch immer draufstehen, dranlehnen. Das muss ja eklig sein. Das Ding kriegst du ja nicht mehr los. Ach, und weil wir gerade in der Wüste sind. Lukas macht dieses tolle Bild hier und wechselt dann denselben Platz mit Akupita für sein Profil, wie man an den Hügeln im Hintergrund erkennen kann. Und der wechselt dann nochmal mit Melissa den Platz. Boah, Alter. Für ihr Profil. Und Live Date John ist auch wieder dabei. Bitte nicht. Nein. Oh nein. Dann postet Lukas ein Bild auf einer Yacht in Thailand und schreibt ganz lässig, dass es für ihn normal geworden ist, Gedanken zu haben, sich eine Yacht zu kaufen. Ein
Scheißdreck machst du? Du warst auf dem Boot, weil Jet Set Fly Geburtstag gefeiert hat. Ich hab mal auf den anderen Profilen durchgezählt, ihr wart mindestens 13 Leute auf dem Boot in Thailand. Was kostet das? 5 D-Mark oder so? Und als Kenzo Geburtstag gefeiert hat, Kenze, wurde sich natürlich auch, auch vor Autos fotografiert. Akku Peter in den Kommentaren. Sie denken, wir haben die Kohle von unseren Eltern. Wenn sie nur wüssten. Lukas daraufhin. Sie werden es nie verstehen. Oh Gott, sind das Hurensöhne, Alter. Ey, das ist ja eine Kollekte, Alter. Das ist eine Kommune, Bruder. Das ist eine f***ing... Was ist das? Was gibt's daran nicht zu verstehen? Ihr fotografiert euch einfach vor fremden Autos. Dann noch ein Foto für Melissas Profil. Dann noch ein Foto für Akopitas Profil. Dann nochmal Akopita mit Lukas. Dann nochmal Melissa mit Akopita. Live Date John ist natürlich auch wieder dabei. Guckt euch das wieder an. Und dann kommt dieser Gunnar schon wieder um die Ecke. Dann noch ein Bild für Kenzo. Kenze? Dann nochmal Lukas von oben. Dann nochmal Lukas von oben. Und ratet mal, wie viel Zentimeter der Lukas gefahren ist. Richtig, zero. Denn der Lukas war wieder nur Beifahrer. Nicht so schnell, Akupita. Wir wollten doch beim Sprit sparen. Dann hat Lukas dieses stylische Bild gemacht. Dann hat Akupita das gleiche Bild für sein Profil gemacht. Dann hat Kenzo das auch nochmal gemacht. Kenze? Dann hat Lukas die... Alter Schwede, Jungs. Ist das, Alter, ist das eine erbärmliche Lebensrealität. Holy shit. Ist das traurig? Ich bemitleide ihn fast, wenn er nicht so ein Witzer wäre. Dieses Treppenfoto im Off-White-Hoodie gemacht, wahrscheinlich, weil Akupita das 2 Monate vorher gemacht hat. Den Hoodie haben sie sich wahrscheinlich... Oder die teilen sich sogar die Klamotten. Auch geteilt. Dann wurde sich mit einem Ferrari und Lambo fotografiert. Für Lukas Profil selbstverständlich auch ein Solo-Bild. Akupita ist den lilanen Ferrari übrigens sogar gefahren. Aber ratet mal, wer nicht gefahren ist, sondern nur abgeholt wurde und dann wieder nur Beifahrer war. Richtig! Lukas, der war natürlich auch dabei, als irgendwelche anderen Heinis mit Sportwagen geflext haben. Ratet mal, wer wieder ein Feini auf dem Beifahrersitz war. Richtig! Hier steht... Oh mein Gott. Lukas auch an der Beifahrertür. Man fragt sich, hat Lukas überhaupt einen Führerschein? Vielleicht ist er ihm ja auch zu teuer. Eventuell kann er ja... ...mit seinen ganzen Jetset-Freunden zusammenlegen. Oder... versuchen, mit Motivationsbildern zu bezahlen. Dann setzt Akupita sich so cool hin. Dann tauscht er mit Lukas nochmal den Platz für sein Profil. Dann macht Akupita noch so ein Foto im Pool. Natürlich macht Lukas für sein Profil nochmal genauso ein Foto. Wahrscheinlich, weil die das bei Sam Calder gesehen haben oder bei Tony Marfo, die da vorher zusammen Fotosessions gemacht haben. Dann macht Lukas ein Foto im Pool vor einer Belvedere und Grey Goose Flasche mit Shisha Smoke. Die Sonnenbrille und den Platz gibt er dann weiter an Pano Create. Oh mein Gott, das gibt es ja nicht. Ist das eine Das ist ja insane, Bro. Das gleiche Foto macht und auch ein Fake-Leben als Luxury Life Liver vorgespielt hat. Kreativität beim Namen auch wieder am Start gewesen. Dann hat Lukas das Bild am Beckenrand gemacht. Das gleiche Bild gibt's auch von Pano. Und auch da haben die sich die Sonnenbrille geteilt. Wahrscheinlich auch die Schlüpfer. Dann präsentiert sich Lukas vor dem geilen McLaren. Und da dachte ich so, Moment mal, das Nummernschild kenne ich irgendwo. Wait a minute. Was denn jetzt? Woher? Ach stimmt, ich weiß es wieder. Autovermietung. Ja, geil. Und dann bin ich später zufällig auf Nick, der Trader, gestoßen. Mit exakt demselben McLaren, selbes Nummernschild, am selben Ort, zur selben Zeit. Man sieht sogar den exakt selben P-Flag. Um es genau zu machen, waren die exakt hier. Oh mein Gott. LOL. Exakt selben P-Flag. Um es genau zu machen, waren die exakt hier. Das ist... Bruder, Mimi ist irgendwie in die Starlink-Satelliten irgendwie reingekommen und seitdem ist es einfach außer Kontrolle, Digga. Also wirklich, das ist ja einfach vollkommen gestört. Sieht man auch den zebragestreiften Bordschein und den Behindertenparkplatz. Im Gegensatz zu Lukas hat Nick aber noch ein zweites Foto mit dem McLaren und zwar war das dann genau hier. Denn Nick ist den McLaren auch gefahren, wie man hier sehen kann. Während Lukas vermutlich nur die Kamera gehalten hat. Und dann schreibt Lukas bei seinem Bild, Dubai ist wie ein Abenteuerpark, kannst alles machen, was du willst, solange du natürlich das gewisse Kleingeld hast. Diese verlogenen, wirbellosen Wesen, die wahrscheinlich die kratzen so, die kratzen, das ist halt so absurd, ne? Stell dir vor, so leben die. Die haben irgendwie mal durch Betrügereien und sehr merkwürdige Methoden, hunderte Accounts, sich eine Reichweite aufgebaut. Und betrügen die Leute, die davon echt sind. Das Geld, was sie damit machen, nutzen die, um mit anderen Betrügern Autos zu mieten, Fotos zu stellen,
Videomaterial zu klauen und sich da reinzuschneiden, um dann Leuten wieder vorzugeben, dass sie es geschafft haben, die die dann wieder betrügen und damit wieder so ein, so, das ist so ein Zirkel, das ist so ein Kreis, der dann, das ist einfach, das ist eine Gruppe von Kleinkriminellen, Alter. Das ist eine Gruppe, das ist legit, eine, das ist eine Gruppe von Kleinkriminellen. Das ist so weird. The fucking hell, Alter. Die leben 100% von der Hand in den Mund. Ja, und du hast es scheinbar nicht. Lukas will was darstellen, was er offensichtlich nicht ist. Erinnert mich bisher an den Questmaster mit Fünftwagen. Und wenn man sich seinen gesamten Feed mal auf einen Schlag anschaut, merkt man, dass er jeweils von einem Ausflug ein paar Fotos gemacht hat und dann jahrelang in Abständen gepostet hat, damit dieser Eindruck entsteht, dass er so ein Weltenbummlerleben führt. So war er einmal in Island und postet fast 4 Jahre lang von dem Ausflug. Das gleiche mit dem Wüstenausflug oder wo er einmal Beifahrer in einem Lambo war oder wo er einmal schwimmen war. Das muss auch jahrelang gepostet werden. Der hat doch nicht den Eintritt umsonst bezahlt. Einmal auf dem Sofa sitzen, das kann man ruhig 3-mal posten. Er postet über Jahre hinweg entweder die exakt gleichen Fotos oder zumindest aus der gleichen Fotosession. Also ich verstehe den Elan, aus weniger mehr zu machen. Ich find's auch überhaupt nicht schlimm, alte Sachen zu reposten. Aber hier hat das schon einen ganz komischen Beigeschmack, weil er damit die Leute catchen will, die seine Produkte aufgrund seines angeblichen Lifestyles kaufen. Weil Bruder, ganz ehrlich, ne, wenn ich Dubai wäre, dann würde ich solche Influencer für Rufschädigung auf jeden Fall vors Gericht ziehen, ne, und die hängen. Oder sowas. Weil das ist ja das, was man in Dubai macht. Da hängt man Leute. Noch. Weil es so ein geiles Land ist. Weil es so eine geile Region ist. Digga. Ah, deine Frau hat sich auf der Straße auch ein bisschen zu freizügig angezogen. Ne? Da müssen wir vielleicht mal über Hängen sprechen. Haben wir schon über Hängen gesprochen? Wie du hast einen Mann auf einer Straße geküsst. Da wirst du aber gehangen. Dubai hat einen Ruf. Naja, es geht ja um dieses Influencer-Washing, was Dubai betreibt. Ne? Die haben ja allem Anschein nach auch so eine eigene Agentur, die einfach überprüft, hey, bist du Dubai-konform? Vielleicht sollten die auch mal überprüfen, ob das nicht ein bisschen zu. Obwohl, es funktioniert ja, ne? Diese Videos haben ja auch tausende Likes. Jetzt kann man ja drüber reden, ob das echt ist oder nicht, aber die haben, da sind ja Leute, die sagen, ich finde das geil. Und ich möchte diesen Leuten, die sagen, ich finde das geil, sagen, ihr seid überhaupt vollkommen verstrahlt. Die denken, oh, der hat ja scheinbar viel Geld, der muss es ja wissen. Und da sind wir beim Thema. Was verkauft der eigentlich, abgesehen von dem scheinbaren MLM-Scheiß? Er wurde bei Jet Set Konrad als Affiliate Master aufgeführt, vermutlich auf Online Sales Pro bezogen. Casey ist der Branding-Profi. Jet Set Konrad ist der E-Commerce-Guy, also Online-Shops. Und dann gibt's noch Bijan, der Trader. Da dachte sich der Lukas wahrscheinlich, let's go, das kann ich alles auch als Coaching verkaufen. So hat er im September 2018 ein E-Commerce-Coaching angeboten. Er habe vor 2 Jahren bemerkt, was alles mit einem Smartphone möglich ist. Er verdiene innerhalb von 1-2 Stunden vierstellig. $3,000 aufwärts täglich, was dann $90,000 aufwärts monatlich wären. Und er kann dir das beibringen. Du musst halt nur Strategy Session in die Kommentare schreiben. Um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, bin ich dann genau bei denen, die das geschrieben haben, in die DMs. Oh Gott, nein. DMs geslidet. Die Infos halten sich nach der langen Zeit in Grenzen, aber es ging wohl um Dropshipping auf eBay. Also man verkauft auf eBay Produkte, ohne sie zu besitzen. Und wenn jemand kauft, dann bestellt man diese Produkte zum Beispiel auf AliExpress günstiger und Bruder, lässt sie direkt zur Adresse des Kunden schicken. Einer hat mir sogar die damalige DM von Lukas geschickt. Die Leute waren jeweils angeblich einer der wenigen Auserwählten, die sich für das kostenlose Strategiegespräch im Wert von $497 bewerben konnten. Man sollte ein Formular auf callyourmentor.com ausfüllen. Die Webseite gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr, also keine Ahnung, was da genau stand. Aber laut ihm hier gab es wohl am Ende 2 Kurse als Auswahlmöglichkeit. Einen für $395 und einen, der noch mehr gekostet hat, wo man mit Lukas noch chatten konnte. Okay, Lukas ist also auch E-Commerce-Experte, Alter. Dieses Video wird hoffentlich dazu beitragen, dass Kooperationen mit verurteilten Straftätern und Insolvenzflüchtlingen wie ApoRed nie wieder stattfinden werden. Weil das hier ist ja wirklich ein unglaublicher Hit. Das ist ja einfach ein Punch in den Hals. Das ist wirklich der direkt auf den Adamsapfel geschlagen, aber wirklich von innen, Alter, durch den Mund. Das ist so crazy. Merken wir uns mal für später. Im Dezember 2018 postet Risky Ricky auf seinem Profil, dass er mit Hilfe von Jet Set Lukas und versaute Witze MMA nach Europa bringt. Versaute Witze? We are taking MMA to Europe? Digga, ich bin jetzt nicht wirklich der, aber gibt's MMA nicht schon in Europe? Braucht man da versaute Witze für?
Wahrscheinlich war versaute Witze auch irgendein Account von Lukas und Ricky, weiß nicht mal, was das bedeutet. Und jetzt kommt der Punkt. MMA ist die Market Masters Academy, eine Webseite mit quasi perfekter Bewertung. Ach lol, das ist was anderes. Das ist ein Scam, oh mein Gott. Oh nee, das ist, ich dachte, es geht um Mixed Martial Arts. Ey, auf, Bro. Ich bin vollkommen verloren hier überall. Bewertung auf Trustpilot. Da geht's darum, dir Trading beizubringen. Hier findet man auch Lukas in den Kommentaren. Big moves ahead, Hashtag MMA Worldwide. Dann haben die sich wieder goldene Löwen aufs Shirt gedruckt und sind erstmal fett pumpen gegangen. Rick, ist das peinlich. Die mal wieder besonders risky unterwegs mit seinem 50 Gramm Hantel. Pass 50 Gramm Hantel, Bruder. Los auf, dass du kein Übertraining machst. Aber kommen wir mal zu mir. Entscheidenden Punkt. Lukas teacht oder hat vor, Trading zu teachen. Im Dezember 2018. Laut seiner Aussage bei UpRed hatte er doch die ersten anderthalb Jahre selber beim Traden gestruggelt. Und der Durchbruch kam erst danach. Er unterrichtet also für Geld eine Sache, die er selber nicht ausreichen kann. Verdient Lukas überhaupt Geld durch eigenes Trading oder nur dadurch, dass er anderen Trading beibringt? Zumal, selbst wenn er den Durchbruch vorher hatte, was dann zwar allen seinen Angaben widersprechen würde, selbst dann hätte er ja kaum Zeit verstreichen lassen, um überhaupt... Also ich bin mir ziemlich sicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die analytisches Verständnis von Marktdynamiken an der Börse haben, um damit Geld zu verdienen. In der Regel ist es in meiner Wahrnehmung aber so. Und vielleicht sollte das in eurer Wahrnehmung auch so sein. Ihr könnt das ja für euch entscheiden, ob ihr das übernimmt. Wenn dir jemand sagt, er verdient mit Trading Geld und kann dir beibringen, wie man mit Trading Geld verdient, dann ist das in meiner Wahrnehmung so, als würde jemand aus einer Spielothek rauslaufen und sagen, er verdient mit Glücksspielautomaten Geld und er kann dir beibringen, wie du mit Glücksspielautomaten Geld verdienst. Besonders, wenn das solche Leute sind wie Lukas. Genügend Referenzen aufzubauen, um sein Wissen... Also sagst du, Trading ist Glück? Ja, wenn du keine Ahnung davon hast, kannst du das Geld, ob du es an die Börse bringst oder in den Glücksspielautomaten reinwirfst, ist am Ende dasselbe. Wenn du keine Ahnung davon hast, Bruder, und... Ich weiß nicht, wie es für euch jetzt rüberkommt. Für mich kommt das so rüber, als hätte er absolut keine Ahnung. Also, von Fachkompetenz jetzt hier zu sprechen, wenn man so ein bisschen das sieht, was er hier tut, da würde ich jetzt eher von absehen. Würde ich jetzt eher grundsätzlich von absehen. Backen zu können. Ich meine, was will er seinen Schülern erzählen? Ha, ich bin Lukas, ich mache seit fast anderthalb Jahren Trading, liegt zwar immer scheiße, aber ich habe jetzt geschafft, 2 Wochen im Plus zu sein, heißt, ich bin Profi. Übrigens, mein Hemd ist von Louis Vuitton, ich hoffe, das sieht man. Das Lustige ist, Lukas sagt selber, dass Profitabilität nur langfristig zählt. You believe one winning trade is profitability. You believe a big home run trade is profitability. But the reality is, that couldn't be further from the truth. Profitability is over a sustained period of time. So you can't measure a single day as the outcome of am I profitable or not. You have to look at the bigger horizon. Wann soll bitte diese Langfristigkeit passiert sein? Und warum sind jetzt schon alle Aussagen von dir zu deiner Trading-Vergangenheit schlecht gealtert? Nein. Ja, lasst uns mal die Timeline ein bisschen mehr füllen. Vielleicht passiert ja noch was. Oh, Lukas nein. Hat sich dann 2019 in Life of Lukas umbenannt. Und im Mai des Jahres ging dann sein Instagram Branding Coaching live, wo er schreibt, wenn Instagram nicht wäre, wäre er nicht da, wo er heute ist. Ach, Scheiße, müssen wir Instagram auch zumachen? Instagram hat ihm ermöglicht, sein Traumleben zu führen. Er konnte vorher nicht die Welt bereisen, crazy Autos fahren und Privatjets fliegen. Also erstmal, du fährst überhaupt nichts. Spar erstmal Geld für deinen Führerschein, denn der bezahlt sich nicht durch Kalendersprüche. Und Privatjet bist du auch noch nie geflogen. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Lukas wäre exakt der Typ, der zig Fotos von einem Flug machen würde und das dann jedes Quartal neu posten würde. Da das aber nicht existiert, ist das hier Blender Talk. Jedenfalls für 9 Dollar kannst du lernen, wie du Tausende von Dollar durch Instagram verdienst. Ohne Vorerfahrung. Er habe das Gleiche geschafft und bringt es nun dir bei. Du lernst von jemandem, der das Leben lebt, welches du auch gerne hättest. Also halten wir fest, Instagram-Branding. Okay, gucken wir weiter. 2020 hat er dann wieder 25 Plätze für irgendwas frei, wo er dich erfolgreich machen will, während er auf einem McLaren liegt, den er ein einziges Mal in seinem Leben berührt hat und das Foto zu dem Zeitpunkt schon knapp 2 Jahre alt war. Was kommt als nächstes, Lukas? Dass du ein Dickpic von einem anderen Mann versendest und sagst, guck mal mein Schniedel an. Übrigens, mein Hemd ist von Louis Vuitton. Ich hoffe, das sieht man. Und dann will Lukas... Oh.
Ehrenlos. Lukas dich wieder mit Risky Ricky coachen. Man soll Mentorship in die Kommentare schreiben, um sich zu bewerben. Ich habe natürlich auch da die Leute angeschrieben und es ging um einen Trading-Kurs. Das Prinzip war das gleiche, man musste ein Formular ausfüllen und das solle man schleunigst tun, weil es gibt ganz wenige Plätze. Ein anderer Bewerber meinte zu mir, dass er über $2000 bezahlt habe, um von einem pre-recordeten Video abgespeist zu werden, von welchem er nichts gelernt hat. Aber to be fair, ob das Coaching jetzt wirklich so scheiße war oder der Kunde einfach zu blöd, weiß ich nicht. Ich gebe hier nur das wieder, was ich nach der langen Zeit noch rausfinden konnte. Ich habe 158 Leuten geschrieben, die meisten davon sind mittlerweile inaktive Accounts und von denen, die mir geantwortet haben, war halt kein einziger zufriedener Kunde dabei. Witzig war aber, wie Risk... Ja, weil sie Scam-Artists sind, das sind alles Betrüger. Ricky und Lukas, die ihr krasses Coaching promotet haben, indem sie ihren heftigen Lifestyle gezeigt haben. Die haben ein Video gedreht, wo die in die weite Welt zeigen, dann in einen goldenen Lambo steigen, rumcruisen, Lukas natürlich nur Beifahrer, wie man es kennt, dann bei Yves Saint Laurent einkaufen, mit zig Tüten von Gucci und YSL rumspazieren, um das dann am Ende in den goldenen Lambo zu packen, während das ganze Video mit richtig cooler Drake-Musik untermalt ist. Wenn man sich die Clowns-Show aber mal auf Google Maps anschaut, merkt man wieder, wie bescheuert das eigentlich ist. Sie stehen auf dem Dach dieses Hotels, zeigen in diese Richtung, wechseln dann ihre Klamotten und fahren mit dem Lambo in eine andere Richtung, um über diesen Umweg dann hier zu parken und einzukaufen. Obwohl die sogar zu Fuß schneller dort gewesen wären als mit einem Lambo. Naja, die filmen sich dann eben, wie sie dort rumlaufen. Aber der Weg laut Video ergibt absolut keinen Sinn, weil sie in die Richtung laufen, aber laut Street View da hinten rauskommen. Denn nach der Gasse geht's diese Treppe runter, die sie auch in ihrem Video laufen. Nur, dass die das Bild gespiegelt haben. Und was auch noch weird ist, während die Beutel tragen, sieht man Ricky in der Szene in Shirt, dann in Hoodie und dann wieder in Shirt. Das, was sie hier nämlich eigentlich gemacht haben, ist, sie haben hier nach dem Yves Saint Laurent Store nur die Straßenseite über den Zebrastreifen gewechselt, um alles in den geparkten Lambo zu packen. Da entstand noch eine Instagram-Story, wo die Beutel reinpacken und Ricky den Hoodie in der Hand hält und wahrscheinlich das Preisschild abfummelt. Die haben danach die Szene mit dem Hoodie gedreht, aber anstatt die Beutel im Kofferraum zu lassen, haben die zum Gott, Alter. Posen wieder mitgenommen. Und wer weiß, ob in den ganzen Beuteln überhaupt was drin war. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Die Beutel sind einfach f***ing leer. Die haben sich jeweils einen Hoodie gekauft, haben den dann angezogen und die Beutel sind leer. Safe call. Ah, denn nach dem Einkauf postet Lukas das hier in seiner Story. So sieht unsere Suite gerade aus. Die Louis-Sachen hatten die aber schon fast ein Jahr vorher. Den Gucci-Rucksack auch. Den hat ja. Alter, das ist die... Das sind halt auch Marken. Ich hoffe, ihr wisst das auch. Ich sag's jetzt einfach, ne? Dieses ganze Louis V, Gucci, Supreme, dieser ganze das sind Luxusmarken für arme Leute. Das sind Marken, mit denen arme Leute, die strugglen, die dann Konsumkredite aufnehmen, um sie zu kaufen, um anderen armen Leuten zu sagen, dass sie mehr Geld haben als sie. Oder das ist, what? Und genau das passiert hier auch. Das sind arme Leute, die anderen armen Leuten zeigen wollen, dass sie reich sind. Und dann wird halt dieses extreme Posing betrieben. Also dieses exzessive Zeigen, guck mal, was ich kaufen kann. Guck mal, was ich mir leisten kann. Digga, keiner, der wirklich Geld hat, läuft so verkleidet rum. Ja, Ricky sogar getragen, die Gucci-Schuhe hatten beide auch schon vorher. Sogar Lukas hatte die schon vorher, wenn man die Instagram-Stories zurückspult. Was habt ihr eigentlich außer dem Hoodie gekauft? Wahrscheinlich nichts, denn wenn der Inhalt dieser Beutel wertvoller wäre als die Beutel selber, hätte Lukas die Sachen spätestens für dieses Foto rausgeholt. An dieser Stelle sei auch bemerkt, dass er paar Monate später meinte, dass er als Mensch gewachsen sei und mit der Flex-Mentalität abgeschlossen hat. Ja, genau. Er habe es nicht mehr nötig, Leute zu beeindrucken mit Dingen, die er besitzt. Ja, genau. Wisst ihr, was danach kam? Die ganzen Bilder, wo er mit fremden Wagen geflext hat. Wobei, er hat ja eigentlich recht behalten. Er hat Leute nicht mit seinem Besitz beeindrucken wollen. Aber das ist eine Wertanlage, hat mir eine Bekannte versucht zu erklären, als sie gesagt hat, dass es dumm ist, über 1000 Euro für eine Tasche auszugeben. Das ist keine Wertanlage. Eine Wertanlage würde ja bedeuten, also gehen wir mal, das ist ja auch wie bei Uhren so, ne? Das nervt mich am meisten. Leute, die sagen, dass Uhren Wertanlagen sind, gehen wir jetzt mal bei einer Tasche, die 1000 Euro kriegt. Hä, eine Wertanlage? Bist du dumm oder so? Erstmal, wem verkaufst du das? Und wie viel Wert soll das aufbauen? Willst du das Produkt auch benutzen oder willst du es neuwertig in den Schrank legen? Was ist das eigentlich? Das ist doch deppert. Aber bei Uhren nervt mich das extrem. Ich meine, Gott sei Dank liegt der Uhrenmarkt am Boden. Ich weiß nicht, ob ihr da drin steht, aber es ist halt, Gott sei Dank hat sich das ein bisschen gebalanced. Ne? Wer hätte es ahnen können, nachdem die Leute über Jahre lang von der Inflation gegeißelt wurden und sich keine Scheiße mehr leisten können und die künstliche Verknappung von irgendwelchen Luxusherstellern halt einfach nur eine komplett Psychose geworden ist. Aber der nervt mich das am meisten.
zu sagen, dass das irgendwie ein Investment ist. Nee, ist es nicht. Es ist ein Artikel, den du, wenn du den dir kaufst, nicht damit rechnen solltest, ihn für mehr oder viel mehr Geld zu verkaufen. Und wenn du einen Artikel hast, der in diesem Preisspann unterwegs ist, dann rechne mal bitte automatisch mit 20% Verlusten. Weil bei 20% Verlusten gehst du nämlich auf diese ganzen Auktionshäuser drüber. Das bedeutet, da gehst du einfach hin und sagst, ja gut, wie viel Provision nehmt ihr bei Artikeln, die sich im 50.000er-Bereich verkaufen? Ja, dann sagen die 20%, Digga. Ja, super. Also für alle Leute, die da denken, das ist ein Investment, das ist ein Investment, das ist es ein Scheiß. Du rechtfertigst dich nur selbst dafür, dass du unverantwortlich mit deinem zu wenigen Geld ausgegeben hast. Also es ist vollkommen wahnsinnig. Das ist ein Argument, das Verkäufer benutzen, um dir das einzureden. Leute reden dir das ein. Das ist kein Investment. Eine Louis Vuitton oder eine Hermes-Tasche kaufen ist erstmal per se kein Investment, sondern eine teure Tasche. Eine Luxusuhr zu holen ist halt kein Investment, sondern erstmal nur eine sehr teure Uhr, Digga. Pokémon-Karten sind auch kein Investment. Das ist eine Pokémon-Karte und keiner kauft dir einen Glurak ab für 100, 200.000. Für alles muss es auch einen Markt geben. Und solche Investitionen oder solche Ausgaben zu machen mit der Absicht, das ist eine Investition, Bruder. Digga, ein absoluter Fiebertraum. Absoluter Fiebertraum. Sondern mit dem Besitz von anderen. Genius. Aber machen wir mal weiter mit seinen Business-Moves. Mein Gott. Kurze Zeit nach dem Stuff mit Risky Ricky hat Lukas einen Kurs namens Forex Foundation verkauft. Am Anfang für $7 und dann zum großen Osterverkauf für nur $27? Also als fette Osteraktion kann man jetzt fast das Vierfache bezahlen. In Mathematik, da habe ich aufgepasst. Halten wir fest, Forex Foundation. Dieser Kurs soll dir dabei helfen, finanziell frei zu werden mit einem Step-by-Step-Guide zu deinen ersten $1,000 mit Trading. Was ich aber besonders interessant fand, war, dass er nun die Story verkauft, dass er vor 4 Jahren arm war. Ein schüchterner, deprimierter Schulabbrecher ohne Perspektive. Jetzt lebt er sein Traumleben und wenn es den Trading-Markt nicht gäbe, wäre er immer noch da, wo er war. Das ist aber komisch. Als er seinen Instagram-Branding-Kurs verkauft hat, meinte er noch, dass er sein Traumleben Instagram zu verdanken hat. Nur durch Instagram kann er so viel Travel, krasse Autos fahren und Privatjet fliegen. Irgendwas müffelt hier, entscheid dich mal. In einem weiteren Post meinte er wieder, dass er wegen Trading endlich sein Traum leben kann, 28 Länder bereist hat, in den luxuriösesten Hotels schläft und Partys schmeißt, die so viel kosten wie Neuwagen. Ja, der hat vielleicht seine Schule geschmissen im Wert von einem Neuwagen, aber niemals Partys in dieser Größenordnung. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass so ein Typ wie er solche teuren Partys schmeißt und davon keine Fotos macht. Das ist wieder nur Blender-Talk. Naja, jedenfalls war ich dann so auf TikTok und da hat Lukas das hier erzählt. Turned $3,000 into $18,000 in a span of 2.5 days. Now hear me out on this because this story does not end as well as you might think. So the beginning of my trading journey went like this. I started with $2,000. I was very excited to trade. Won a couple of trades. $3,000. Great. I just made $1,000. I didn't lose a single trade. There's really no risk involved. I'm going to go hard on this. $3,000 to $18,000 in 2.5 days. This was back when I had no money, so you can imagine how big this was for me. At that point, I was on top of the world. And then guess what? 5.5 minutes on the third trading day, $18,000 went to zero. Not $1,000, not $2,000, zero. Margin call, that was it. That was the moment where I quit trading for a year because I couldn't stomach the loss that I experienced. Also zu Anfang seiner Trading-Zeit hatte er kein Geld. This was back when I had no money. Und hat dann erstmal ein Jahr gequittet. That was the moment where I quit trading for a year. Wie soll das denn noch in diese Timeline passen? Wo soll das Jahr hin, wo er nicht getradet hat, nachdem er schon angefangen hat zu traden? Das verschiebt ja alles. Außer das Jahr war in der Zeit, als er beim Traden gestruggelt hat. Was dann aber auch ein bisschen weird wäre. Stellt euch mal vor, dass ich 1,5 Jahre gestruggelt habe, Handstand zu lernen. Aber weil ich mal umgekippt bin, nachdem ich das erste Mal 5 Sekunden stand, habe ich es dann ein Jahr sein lassen. WTF, da erzähle ich doch nicht, dass ich 1,5 Jahre gestruggelt habe, wenn ich den Großteil der Zeit nicht mal geübt habe. Und das Dümmste dabei ist, dass es für ihn so schlimm war, die 3000 Euro zu verlieren, weil er ja kein Geld hatte damals. This was back when I had no money, so you can imagine how big this was for me. Ja, Lukas, was ist denn dann mit deinem E-Commerce, wo du angeblich 4-stellig am Tag verdient hast und das dann noch als Kurs verkauft? Es ist halt alles gelogen. Hast. Oder die 1000 Euro, die du angeblich durch Instagram verdient hast und das auch als Kurs verkauft hast. Oder was ist mit deiner damaligen Behauptung auf LinkedIn, wo du meintest, dass du seit einem Jahr Social Media Marketing machst und in den letzten 7 Monaten ein 6-stellig verdientes Business aufgebaut hättest? Du hast zur gleichen Zeit viel Geld und kein Geld. Bist du Schrödingers Puma oder was? De facto hast du ja dann ganze Zeit Leute verarscht. Damit ihr wirklich versteht, wer ich bin, dass ich niemals Leute verarschen würde oder den zum Shit machen. Ja, ja, ja. Und was ich auch lustig finde, ist, wie er den internationalen Followern seine Erfolgsstory beschreibt. Dass er aus einem kleinen Dorf in Deutschland kommt. Und was ist denn das kleine Dorf? Frankfurt?
es bis hierhin nach Dubai geschafft hat. Und gleichzeitig sagt er bei ApoRed... Wie lange bist du hier? Viereinhalb Jahre? Und aus welcher City kommst du? Aus Köln, ne? Aus Köln. Knapp! Ey! Ey! Das knapp ist nah genug dran. Ist nah genug dran. Das ist nah genug dran. Aus Köln kommt der. Aus Köln. Die viertgrößte Stadt, die wir in Deutschland haben. Ach, und noch was, Lukas. Bei ApoRed meintest du noch, dass du es damals schwerer hattest als Leute heute. Weil damals gab es ja keinen, der dir die Sachen beigebracht hat. Das einzige Problem war damals, ich hatte nicht irgendwas, mich hingucken konnte. So, ich weiß, du bist auch ein richtiger Hustler. Du hast dein Unternehmen gemacht. Du hast auch... Ja. Das Erste, woran man denkt, wenn man ApoRed trifft und ihn kennt, dann denkt man daran, er ist ein richtiger Hustler. Das, woran ich denke, ist, oh Scheiße, ich habe keine Handschellen dabei, um ihn der deutschen Strafverfolgungsbehörde zu übergeben. So viel selber gemacht, ja. Deswegen haben wir länger gebraucht als andere jetzt gerade. Ja? Ja. Weil wenn du kein Matrix selber willst, wenn du Spanisch lernen willst oder irgendwas anderes, brauchst du irgendjemanden, der dir zumindest eine Guideline gibt. Irgendwas ja. gibt und du sagst, okay, ich mache das so und so, dann kriege ich das und das Resultat. Hatte ich nie, deswegen ja. hat es länger gedauert. Aber dann irgendwann. Aber jetzt bist du Expert. Gleichzeitig heißt es hier, dass Fraser dein Mentor sei. Von dem Trading-Guru Risky Ricky wurdest du angeblich auch gecoacht. Und in dem Kommentar schreibst du, dass du dich extrem verschuldet hast, um an Seminaren teilzunehmen und Mentoren zu bezahlen. Dein ganzes Leben und Business ist laut deiner Aussage auf Schulden aufgebaut. Ja, Lukas wird wahrscheinlich auch in diese Rabbit Hole von Scam-Artists reingefallen sein. Die werden ihn ausgesaugt haben wie ein Vampir. Und dann hat er das gelernt, wie ihm das passiert ist, und dann wendet er das bei anderen an. Er hat also einfach nur das gemacht, was ihm beigebracht wurde durch diese Art des Umgangs mit ihm. Er wurde vollkommen über den Tisch gezogen und hat nicht gedacht, holy shit, Alter, die haben mich ganz schön verarscht, darauf würde ich nicht reinfallen. Der hat sich gedacht, holy shit, Alter, die haben mich richtig, richtig lang gemacht, ich bin übelst überschuldet, jetzt muss ich genau dasselbe mit anderen Leuten machen, damit ich nicht mehr überschuldet bin. Alter. Fies Batman. Und echt weird. Du hast Geld, welches du nicht hattest, in Mentoren, Businesses und Networking investiert. In einer Instagram-Story hast du noch gepostet, dass du $20,000 in Mentoren und Seminare gesteckt hast. Und auf die Frage, wo du traden gelernt hast, kam das hier aus deinem Mund. The way everybody learns, right? Courses, Mentors, Seminars. Nee, damals zu meiner Zeit gab's niemanden, der mir das gezeigt hat. Ja, und da, wo ich herkomme, da war das nicht so mit Mädchen. Das ist schon ein Stöckelchen, ne? Ja, und was es auch zusätzlich normalisiert, ist die Tatsache, dass du sagen kannst, ja, ich habe mich ja auch verschuldet. Du kannst das ja auch machen. Ich habe damals auch Kredite dafür aufgenommen. Ich hatte auch kein Geld. Genau. Sag mal, hattest du schon mal was mit dem Buba? Jedenfalls ging seine Business Moves später noch weiter und er hat die Firma Winzer FX gegründet. Worüber er einen Trading-Kurs namens Trading Accelerator verkauft hat. Seltsamerweise erzählt der professionelle Trader Lukas hier, dass er nach seinem Schulabbruch 3 Jahre gestruggelt hat, bis er den Dreh raus hatte und dann profitabel war. Also 3 Jahre, bevor es lief. Wiederum hieß es später zu der T4-Trade-Zeit mit ApoRed, dass er seit 5,5 Jahren profitabel sei. Leute, ich trade seit 5,5 Jahren. 5,5 Jahre. Profitabel. Seit über 5,5 Jahren bin ich profitabel. Ah, seit 5,5 Jahren, sogar über 5,5 Jahre ist er profitabel. Leute, seht ihr das? Lukas zieht sich die ganzen Zahlen einfach aus dem Arsch. Ach, und by the way, den Trading Accelerator Kurs hat er für mehrere $1,000 verkauft und auch gemeint, dass der Preis um weitere $1,500 steigen wird. Man solle also jetzt zuschlagen, um $1,500 zu sparen. Mir persönlich ist übrigens scheißegal, wer welche Preise verlangt, man wird ja nicht gezwungen, den zu kaufen. Allerdings hat Lukas seinen Forex Foundation Kurs damals mit dem Argument verkauft, dass er nicht wie die anderen Gurus da draußen ist, die verrückte Preise verlangen. Lukas erzählt euch einfach alles, wenn er was verkaufen will. Ey, aber vielleicht überzeugen mich ja die absolut zu 100% sehr authentischen und überhaupt nicht geschauspielerten Testimonials auf der Winzer FX Seite. I was fortunate enough to meet Lukas on Instagram, Life of Lukas, and saw his lifestyle, which I've always dreamed of. That really resonates of who I want to become in the future. Was gibt den ganzen Game aber noch mal viel mehr Atmosphäre. Far, genau, das hat eine richtig geile Option. Ja, ich erspare euch mal das restliche Sch**klaber. Lukas hat es dann noch... Oh mein Gott. I met Lukas on Instagram. Stolz in der Insta-Story präsentiert und sich darauf gefeiert, dass er Testimonials in unter einer Woche bekommt, weil sein halt funktioniert. Er wird das ganze Game verändern. Winzer FX wird die gesamte Industrie übernehmen. Winzer FX ist hier, um zu bleiben. Ja, und kurze Zeit später war Winzer FX dann wieder offline. Lukas hatte aber direkt ein neues Business am Start, wieder Trading-Kurse. Aber auf der Seite Board the Ark, also in die Arche einsteigen. Die Webseite ist, by the way, auch schon wieder offline, aber meine Festplatte hat noch ein bisschen was gesaved. Die Seite sah im Endeffekt genauso aus wie Winzer FX. Der Kurs hat auch über $1,000 gekostet und er hat auch die gleichen Testimonials wieder benutzt. Es ist wahrscheinlich der gleiche
mit einem anderen Namen. Nur, dass Lukas diesmal noch größere Töne gespuckt hat. So schreibt er auf Twitter, er habe realisiert, dass jeder, der der Arche beitritt, reich wird. Das ist unausweichlich. Die Übernahme steht bevor. Die Arche ist der richtige Ort, wenn du reich werden willst. Die Arche? Wer bist du? Fucking Noah, Bruder? Wenn du dich der Arche beitrittst, bist du dumm. Wenn du nicht Teil der Arche bist, wirst du zurückbleiben. Wir gründen eine Revolution. Ich denke, es ist Zeit, Twitter zu dominieren. Ich habe viel mitzuteilen. 2 Likes. Was ist aus gutem Benehmen geworden? Ich wollte gerade aus einem Fahrstuhl aussteigen, da quetschen sich wortwörtlich 4 Leute rein. Ich habe alle direkt ausgenockt, nur damit kein anderer mit so einer Respektlosigkeit umgehen muss. Oh. Na klar. Diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit? Ja. Etwas Ähnliches ist einmal passiert. In 99 Tagen werden Leute Screenshots von meinen alten Tweets posten. Mit der Caption, bevor er durch die Decke ging. Oh. Gott, Alter. Stell dir vor, ich habe 300 Tweets gemacht und 78 Follower bekommen. Leute fragen, warum machst du dir die Arbeit für nichts? Ihr werdet schon sehen. Spoiler, nach 500 Tweets hat sich nichts geändert und Lukas hat seinen Twitter-Account gelöscht. Oh. Gab's die Arche für eine Weile noch als Abo-Modell, bis es das dann auch nicht mehr gab. Jetzt gibt's The Sculptors und ich bekomme irgendwie das Gefühl, dass es... On Twitch. He's a good con artist, but I am the best. Apropos Arche, sind Sie schon aus der Kirche ausgetreten? Ja, Christian. Ja. Sich ständig neue coole Namen ausdenken. Berechtigte Frage, Herr Lindner. Für den gleichen bei Trustpilot hat auch einer von Lukas gewarnt. Er meinte, dass Lukas alle paar Monate vorgibt, was Neues zu bauen, um dann Geld dafür zu sammeln. Und wie wir gesehen haben, stopft er alles immer wieder ein, um dann wieder mit dem nächsten Trading-Produkt um die Ecke zu kommen. Und jedes Mal inszeniert er sich als Retter der Menschheit, aber wirklich auf die unangenehmste Art und Weise. Ich bin jetzt 25. Ich habe mich dazu entschieden, dieser eine zu sein. Ehrlich gesagt war es nicht wirklich eine Entscheidung, sondern mehr eine Berufung. Ich habe mich dazu entschieden, Leuten das zu geben, was sie gerade am meisten brauchen. Hoffnung, Chancen, Einigkeit. Du wirst es noch erfahren, ich werde es bald öffentlich machen. Die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für mich, so viele Menschen wie nur möglich zu retten. Es ist Zeit, dir die Chance zu geben, deine Familie zu retten. Wir sind alle eins, sie können uns nicht spalten. Jetzt oder nie, sie haben den Kampf begonnen und ich bin bereit für den Krieg. Und im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen. Och Mädchen, halt die... Aber um hier noch etwas konstruktive Kritik an Lukas zu geben, folgendes. Wenn du das nächste Mal ein Video aufnimmst, wo du so tust, als würdest du mit einer Person reden, solltest du vielleicht deine Brille absetzen, weil man so sieht, dass du nur aus dem Fenster guckst und keinen Podcast führst. Und jetzt kauft man... Oh. ...ein Angstfeuerzeug und ihr könnt sogar Feuer bändigen. Aua. Link in der Beschreibung. Ach übrigens, der Versand nach Österreich und Schweiz ist jetzt günstiger als bei den letzten Feuerzeugen. Okay, tschüss. Perfekt, Digga. Was für eine Overperformance, Alter. Was für eine Overperformance. Checkt das Video aus und hoffentlich hat es die Konsequenzen, mit denen ich eben gerade schon, oder die ich eben gerade schon angesprochen habe, nämlich, dass die Leute, die da Geschäfte haben, machen mit einem Betrüger, wenn sie dann auch Betrüger sind, halt vollends aufs Kreuz gelegt werden von Mimi. Und sich damit so eine, na, ich mach das lieber nicht Situation entwickelt. Wir werden sehen. Kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke Mickey an der Stelle, ich geh ehrenlos auf Mutter.